Ich habe gerade Tränen unter meiner Brille. Ich glaube, jetzt ist der Moment, die Brille abzunehmen. Wir haben gerade schon gesagt, es wäre viel zu krass, wenn ich einfach so richtig random meine Brille abnehme. Stresst es auch nicht, wenn dich jemand ohne Brille erkennen würde und sagt, hey, können wir mal ein Foto machen so? Machst du dann trotzdem oder sagst du, ey, ich habe die Brille kurz dabei, ich zieh die kurz auf? Dein kompletter TikTok-Account ist gemutet gerade. Was hat's damit auf sich? Ja, ist doch geil, ballert auf lautlos. Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Freunde, es ist wieder soweit. Lange ist es her. Euch. Und viel ist passiert, aber wir haben den Mann mit der Skibrille wieder hier bei uns auf der Couch sitzen. Was geht ab? Was geht ab, Bro? World Superstar, Chiago ist am Start. Was geht ab? Ey, danke, dass ich herkommen durfte. Easy. Richtig geil. Ja, gerade so. Ich habe Kevin lange überredet davon. Ja, ja. Das haben so 3-4 Gäste abgesagt. Wen haben wir jetzt noch? Ja, gut, ja. Frag nochmal Chiago. Ja, ich weiß. Nein, Spaß. Okay. Geil, Bro, dass du da bist, Bro. Bro, mach mal nicht so einen Spaß jetzt. Okay, sorry. Ja, geil, geil. Lass uns ein Skandal-Interview machen. So. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich gehe gleich. Magst du dich bei mir entschuldigen? Ja, genau, genau das. Oh, das war schlimm anzuschauen. Aber das war ich fand's geil. Ich fand's geil. Das war so random einfach, oder? Es gab es wirklich einen Grund, warum sie sich entschuldigen sollte? Nee, ich glaube, die haben irgendwie. Also, ich glaube, nicht die ihn wirklich interviewt haben, aber. Also, nicht die Person, die ihn wirklich interviewt hat, hat irgendwas gemacht, aber ich glaube irgendwie. Es war ja von irgendeinem Format, ich weiß jetzt auch nicht welches. Und die haben vielleicht irgendwann mal irgendwas Schlechtes über ihn gesagt. Ja, das also, ich bin mir nicht sicher, ob ich es verwechselt habe. Ich glaube, das war doch so. Das war auf irgendeinem Festival. Und genau. Und es war so ein Jahr war er da. Und dieses Interview war, ich weiß nicht mehr genau warum, aber es war überunentspannt. Ich glaube, der Interviewer wollte so vielleicht so ein bisschen so investigativ Sachen rausbekommen. Du meinst in einem Interview davor? Ja, genau. Das allererste. Genau, und Young Hoon hatte so gar keinen Turn drauf und wollte einfach so chillen und war, glaube ich, auch schon so ein bisschen so, sag ich mal, sehr im Chill-Modus so. Ja. Und irgendwie hat es ihn mega abgefuckt und dann haben die ja ein Jahr später nochmal das Interview gemacht. Ja. Und ich glaube, dann dachte der sich, okay, dann jetzt ficke ich den mal zurück. So. Jetzt zeige ich dem mal. Dann mache ich mal, so auf den. Ja, schon sehr legendär. Ja. Hast du ihn auch mal kennengelernt? Ich habe ihn tatsächlich erst einmal getroffen. Manchmal schreiben wir auf Instagram. Ja, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, es wäre so ein. In meinem Kopf ist es so ein Match irgendwie. Ja, er schickt mir immer. Soll ich euch mal zeigen, was für eine regelmäßige Sprachnotiz ist, die er mir schickt? Ja. Warte kurz, ich muss sie euch zeigen. Wir haben hier wildes Internet, ne? Ich weiß nicht, ob das... Oh ja, das, true, Bro. So schlimm ist die nicht. Genau. Nee, ich meine im Sinne von, wir haben schlechtes Internet hier. Ich weiß nicht, ob du die laden also, ja, ich habe sie, aber tatsächlich... Ich habe sie tatsächlich abgefilmt und einem Kumpel geschickt. Ah, okay. Deswegen habe ich sie als Video. Hier, warte. Lasst's meinen Agi bitte in Ruhe. Das ist irgendwie so sein Ding. Lasst's meinen Agi in Ruhe. Geil. Ja, herrlich. Geil. Ja, ich habe ihn nur einmal kennengelernt, also einmal getroffen persönlich. Das war auf meiner Show in Wien. Und da ist er rumgekommen? Da ist er rumgekommen. Und dann aber auch nur ganz kurz, weil irgendwie, er ist wirklich so gekommen, 5 Minuten vor Stage Time. Da haben wir uns Hallo gesagt. Und dann war ich auf Stage und dann ist er halt nach meinem Auftritt auch direkt gegangen. Da habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Busy man. So, das heißt, ja, ich habe irgendwann einmal für 5 Minuten auf der Stage gesehen. Ja. Okay, wo ich noch so ein In-Ear drin hatte und so. Also, ja, okay, check. Also nicht so richtig kennengelernt. Nee, nicht so richtig. Aber in meinem Kopf wäre das so ein übelster Fit. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Bro, es ist turbo viel passiert bei dir, seitdem du das letzte Mal hier warst. Ich weiß nicht, wann war das, Bro? Ja, wir müssen erstmal schauen. Ja. Wann warst du das letzte Mal da? Ich glaube, vor einem Jahr. War das vor einem Jahr? Ich hätte auch gesagt, so ungefähr. Lange her? Ja, ich hätte schon gesagt, schon, so, ja. Also vom so ein Gefühl her war das vor einem halben oder so. Ich hätte gesagt, so ein Dreivierteljahr oder sowas mindestens. Okay, crazy. Ja. Bro, Es war auf jeden Fall vor dieser ganzen Friesenheim-Geschichte. Ja, das wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall. Genau, das war auf jeden Fall vor diesem Ultra-Bang, so weißt du, wie so ultra gepoppt ist alles. Das ist überkrass. Was hat sich bei dir seitdem verändert, Mann? Richtige Journalisten. Hip-Hop.de, Alter. Ja, ja, ja. Holy mit wem würdest du am liebsten mal ein Feature machen? Also, wenn ich diese Fragen kriege, wo siehst du dich in 5 Jahren, Bro? Oh, Mann. Ich weiß nicht, also ich glaube, man kriegt es gar nicht so krass mit. Also was aufs Leben bezogen, wie viel sich verändert. Du für dich selber? Ja, weil so wie man vorher. Also gefühlt mein Alltag vorher, also jetzt vor einem Jahr oder als wir das letzte Mal das Interview gemacht haben, und jetzt ist gefühlt gar nicht so anders. Weil ich ja trotzdem, ich habe damals ja auch schon Shows gespielt, aber dann natürlich kleinere Shows und habe damals auch irgendwie Songs gemacht im Studio und habe irgendwie, war trotzdem auch noch irgendwie mit meinen Kumpels auf den Partys, auf denen ich heute bin und so, und irgendwie mache in meiner Free-Time auch immer noch das Gleiche. Und deswegen hat sich eigentlich nicht groß geändert, außer dass die Dimension natürlich eine ganz andere geworden ist. Ja. Weißt du? Also, und das bekommt man wahrscheinlich gar nicht richtig mit, wenn man nicht einmal so bewusst stehen bleibt in diesem ganzen Race, in diesem ganzen Prozess und mal so schaut, okay, was war eigentlich vor einem Jahr? So, was war vor 2 Jahren? Wo du dann sagst, okay,
Also ist eigentlich geil, dass sich nicht so krass viel verändert hat, dass du nicht auf einmal so, weiß ich nicht, einen ganz anderen Lifestyle leben musst oder lebst so. Das ja, finde ich voll, cool. Voll. Aber trotzdem muss man ja auch irgendwie mal stehen bleiben und appreciaten, was so abging. Total, das ist super krass. Also ich hatte auch so, genau diesen Moment hatte ich nach meiner Tour, dass ich mal so wirklich mir ein paar Tage für mich genommen habe oder ein paar Wochen und dann auch so richtig gemerkt habe, boah ey, einfach genieß es jetzt auch mal. Weil ja, Mann. So, wenn man sich nicht sagt, dass man es genießt, dann und immer nur am noch mehr. Wollte ich gerade sagen, man will halt immer eins genießt höher, man sich ne? Und irgendwann, irgendwann ist man dann alt und der Erfolg ist vorbei oder man hat ihn sogar immer noch, aber man hat es nie genossen, das bringt einem auch nichts. Deswegen, so, man muss sich richtig bewusst diese Momente nehmen, wo man sagt, Alter, das ist wirklich so. Voll geil, was gerade passiert. Ich habe da gestern so einen übelsten, ich glaube, das ist auf irgendeine Wall gesprayt, irgendwo in Berlin oder so. Ich habe so einen Insta-Account gefunden, wo die diese Sprüche so abfotografieren. Das klingt so Tumblr. Ja, das ist so Tumblr. Lebe dein Leben. Ja, genau. Lebe den Moment. Besuch deine Oma. Besuch mehr deine Oma. Nein, aber ich habe das kurz so durchgescrollt und da war so ein Ding, wo ich dachte, ja, das ist halt wirklich so Kalenderspruch, aber es ist wirklich genau das, was du gesagt hast, wo stand, und irgendwann bist du in deinem Leben an den Punkt gekommen, wo du alle schönen Sachen verpasst hast, weil du immer auf was noch Schöneres gewartet hast oder immer auf was noch Krasses hingeackert hast. Deep. Aber das ist Real Talk so. Ich habe gerade Tränen unter meiner Brille. Ja, ja, ja. Ich glaube, jetzt ist der Moment, die Brille abzunehmen. Und nicht, dass du ertrinkst da drin. Die Brille läuft voll da drin. Wir haben gerade schon gesagt, es wäre viel zu krass, wenn ich einfach so richtig random meine Brille abnehme. Ja, ist einfach so mitten so. Bei mir ist es einfach so, ohne zu kommentieren. Einfach aber so wirklich, dass es so aussieht, als wäre es auszusehen, dass du dich so kratzt. Nee, ich so jetzt hier halt im Stream sich. Ne? Ja. Also, und dann, ja, genau. Das wäre krass. Geil. Und dann sagen wir auch beide nichts zu. Ihr sagt auch nichts zu. Ja. Boah, ja, gut. Da haben wir gar keine Erfahrungen hier im Real Talk. Oh, da gab's einen Vorfall. Aber da reden wir egal, nicht. Egal, jetzt erzählen wir mal so. Okay, also das heißt, du bist eigentlich der Alte geblieben, nur mit mehr Cash oder wie, kann man sagen? Ich bin jetzt richtig arroganter Wichser geworden. Ja. Und packst es einfach irgendwo. Mit Papalatte rede ich auch nur noch, weil er so viele Follower hat. So. Ja, ja, gehst du ja, so Grill Royal jetzt immer noch essen und so? Boah, ich war, naja, also auf jeden Fall nicht. Ich gehe immer noch, also wirklich mein häufigstes Restaurant, wo ich bin, ist immer noch Curry 36 Meringdam. Was ist das? Curry 36? Achso, Curry 36. Curry 36 ist so eine Currybude. Du bist ein Berliner sein? Bro, ich hab schon Kölle 36. Nein, ich dachte, was zum Fick ist das, Bro? Nein, Curry 36 aber einfach aus dem Grund, dass nachts in Berlin, also wenn man so in der Woche, richtig spät nachts, also irgendwie so in der Woche 4 Uhr nachts, hat halt wirklich nichts mehr auf. Auch so Dönerläden nicht? Auch Dönerläden nicht. Boah, das ist aber krass. Dönerläden machen schon so um, also in der Woche machen die auch so um 1 zu 0, 0, okay. 1 irgendwie. Und wenn man irgendwie länger unterwegs ist, ob es Studio ist oder was auch immer, und dann noch Hunger hat, dann gibt es eigentlich nur Curry 36. Und ich finde es eigentlich auch ganz solide. Ne? Es ist irgendwie auch geil. Ja. Wenn man es zu oft isst, dann, ja, genau. Also drei Tage hintereinander geht eigentlich nicht. Aber so einmal die Woche kriegt man hin. Und ich bin wirklich regelmäßig dann immer nachts bei Curry 36. Auch ganz alleine, mit gar keinem reden. Curry 36. Noch ein Ei ran auf. Genau. Haben die rund um die Uhr offen? Fast. Also die haben irgendwie so bis 1 oder 2 Stunden machen die, glaube ich. Genau, die haben irgendwie so bis 5 Uhr auf und dann machen die um 7 Uhr wieder auf. Wir haben doch mal kurz ein Food-Video gedreht, als wir in Berlin unseren Auftritt hatten. Am Zoo war das, ja. Das war am Zoo, weil da meinten die genau, die machen so von 4 Uhr bis 6 Uhr oder so auf den, irgendwie so eine Scheiße. Ja. Das ist auch so krass. Wer denkt sich so um 7 Uhr morgens, Digga, ich fetze mir jetzt eine Currywurst, Digga. Ja, Bro. Halt Leute, die auf dem Baum müssen oder so. Aber ey, wenn ich da um 4.30 Uhr bin, ich schwöre, da sind immer noch ein paar andere. Ich bin da nie, also ich gehe da zwar alleine hin, aber trotzdem bin ich da noch mit anderen, die. Aber ich denke mir so, guck mal, die müssen ja so viel Currywurst verkaufen um 4.30 Uhr. Die machen anders Cash. Die machen mehr Geld als Grill Royal, ich weiß dir. Ich meine Grill Royal, wirklich. Curry 36. Aber guck mal, die haben ja fast keinen, also ich meine, oder die Produkte, die kaufen, sind ja jetzt, muss man ja sagen, ist ja jetzt nicht die Gourmet-Currywurst da. Die kaufen halt entspannt billig ein. Ja, safe. Und halt, also es ist ja allein so ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn du allein sagst, ey, wenn ich in Berlin nachts was haben will um 4 Uhr, dann gibt's nur Curry 36 für mich. Für mich, sag schon, alles geschafft. Für mich war immer der Go-To mitten in der Nacht, also so früher auch so immer irgendwie lange gestreamt und dann so, was machst du jetzt? Ich habe halt Mitte gewohnt, aber ich war halt immer Rosenthaler Platz. Da gab's immer diesen, ich glaube Rosengrill oder so nennen die Leute den da. Der heißt nicht so, aber der heißt irgendwie, ich glaube, der heißt Rosenthaler. Ich habe ja auch mal da gewohnt. Also ich habe mal Bernauer gewohnt. Keine Ahnung, wo das ist. Das ist wirklich eine Station weiter. Okay. Und deswegen, ich war da auch öfters nachts. Aber ich finde, wie findest du den, sag mal ehrlich? Bro, das klingt, als würdest du jetzt sagen, dass der scheiße ist. Ich würde Real Talk sagen, wenn man jetzt mal so auf dem Schirm hat, auch wie lange der offen hat. Ich würde schon sagen, das ist ein guter 8 aus 10 Döner. Jetzt du. 8 von 10 ist crazy, Bro. 8 von 10 ist crazy für den Bahnhofsdöner. Also, da muss ich sagen, so, wenn man wirklich bedenkt, dass er, wenn man nachts noch was braucht, dann mit richtig viel gutem Willen, dann ist es vielleicht eine 8 von 10. Ja. Aber tagsüber
tagsüber würde ich ja jetzt, glaube ich, nicht meinen Döner essen, sagen wir so. Okay, du bist ein Aber ich werde es auch nicht fronten. Hater, nein, ich will nicht haten, sorry. Wir cutten das raus. Bruder, du bist im Rosengrill. Das ist 10 von 10, der ist geil. Im Rosengrill in Ruhe. Ja, yo, nein, nein, wirklich. Du kriegst so viele Drohnachrichten jetzt. Das stimmt auch wieder. Lass es raus, cutten. Nein, ich meine nur so Props an den Rosengrill, aber ich glaube, ich bleibe bei Curry 36. Okay. Und aber so, keine Ahnung, ja, so, ich bin halt so, bei Döner bin ich Fan von irgendwie, keine Ahnung, Rüham zum Beispiel. Rüham waren wir, Bro, letztes Mal waren wir Rüham. Ah, er hat mir gezeigt. Das war der beste Döner. Also wir haben so Foodspots, die ich Dominik empfohlen habe, weil Dominik kommt ja aus Stuttgart. Ja. Stuttgart. Haben wir es abgecheckt und ich habe Rüham immer gehört, dass alle sagen, ist überkrass. Ich war selber noch nie da, haben wir getestet, Digga. Ist halt Legendendöner. Legende. Lecker. Und was ein bisschen ein anderer Döner ist, aber was ich auch sehr geil finde, für die Mustafas. Geheimtipp. nein, also ist kein Geheimtipp, aber es ist einfach ein bisschen ein anderer Döner. Der Döner von Imren, kennt ihr den? Mhm. Ist so ein bisschen. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Fleisch. Also Imren ist generell auch ein geiler Laden. Das ist ein bisschen mehr so traditionell, oder? Ja. Ist das sowas? Und ich war ja richtig lange vegetarisch und habe jetzt bin ich so wieder so ein Flexitarier, dass ich ab und zu mal wieder schwach werde. Und letztens wurde ich schwach bei Imren und habe mir diesen Döner geholt. Und der war auch sehr geil, muss ich sagen. Also Imren. Würdest du sagen, sollte man auch abchecken, wir sind nächste Woche in Berlin. Ja, ja, Imren und jetzt will ich noch die Lasagne am Kotti. Finde ich, ist auch eine Bank. Ist auch ein Döner? Ja, da gibt es auch so Shawarma, aber einfach generell der Laden. Du kriegst immer so eine Suppe, dann holst du so einen Biryani, Reisteller. Geil. Das ist wirklich King. Okay, müssen wir abchecken, Bro. Geil. Boah, da bin ich sehr gespannt, Mann. Ja, ich vermisse Berlin, Bro. Was macht ihr in Berlin? Also? Wir sind 2 Tage da und drehen auch Podcast. Geil. Mit 2 Gästen, die wir noch nicht spoilern wollen. Aber also wir ein Gast, sagen. Du wirst in die Hose scheißen. So geil, Alter. Weil ich Angst habe. Ein Gast hat natürlich auch... Einfach, weil du sagst, das kann nicht wahr sein, wie geil. Ein Gast hat auch ein bisschen was so, könnte man sagen, mit dir zu tun. Ja, jetzt ist es seit Neuestem. Es gibt eine Person, die wir interviewen nächste Woche, oder mit der wir einen Podcast machen, die schon mal in einem Track von dir vorkam. Die ich genannt habe? Oder mit ja, genau, genannt hast. Ja, es wird auf jeden Fall geil. Darf ich jetzt raten? Oh Mann, das ist wir muten das dann. Wir zensieren. Ja, genau. Okay, warte mal kurz. Ja, true. Wir können zensieren. Boah, okay, jetzt. Okay, wir können dir auch noch, also wenn ich jetzt einen Tipp gebe, Bro, dann hast du es aber instant. Ja, glaube ich auch. Sag einfach mal. Ist nicht schlimm. Boris Becker. Boah, okay, das ist crazy. Den brauchen wir nicht zensieren. Können wir den auf die Liste draufschreiben? Den brauchen wir nicht zensieren. Der ist nicht. Boris Becker im Edeltalk. Der ist nicht. Boris Becker wäre hart. Wäre hart. Okay, ist es ein Rapper oder so? Ist ein Musiker. Musiker. Ja. Okay, dann ist es. Wen habe ich denn erwähnt, ey? Ich würde eher sagen, Otto? Hä? Otto? Boah, Otto wäre auch geistes, Alter. Hat er ihn erwähnt? Ja, einmal. Ich könnte dir jetzt sagen, was du gesagt hast, aber dann weißt du es direkt. Scheiße. Okay, also, mal, ich glaube, ein geiler Tipp ist, in den letzten Wochen bei einer... Ganz kurz, das ist auch ein geiler Tipp für die Leute jetzt eigentlich zum Gästen. Ja, okay, aber das müssen wir fast piepen, weil die Leute checken. Okay, guck mal, jetzt wir haben jetzt so viel darüber geredet, wir können das jetzt nicht mehr piepen. Mark fucking Forster. Ja, Alter, Mann. Mark Forster im Edeltalk. Jetzt müssen wir es anpiepen lassen, jetzt ist over. Jetzt müssen wir es sagen, ja. Jetzt ist over, ja. Okay, ja das ist crazy. Ich freue mich da mega drauf, ich glaube, das wird ein sehr geiler Folge. Er ist auch ein richtig korrekter Typ. Ich hatte ja, die Story mit mir und Mark ist ja wirklich... Wir hatten ja wirklich so eine kleine Geschichte. Ja. Und zwar. Also, die Line übrigens war, ich glaube, du hast gesagt, Mark Forster wäre ein Feature, doch gerade passt es nicht, oder? Ja. Wo, ne? Ja. Ja. Da habe ich ihn gedisst. Ja. Ich wär, jetzt hat's gepasst. Im Nachhinein bereue ich es auch ein bisschen, weil, also ohne Scheiß, als ich diese Line aufgenommen habe, war ich wirklich ein bisschen. Sagen wir es mal so, ich hatte da in diesem Moment nicht so krasse Sympathie für ihn, weil. Ich kann die Story jetzt erzählen, weil es hatte ja alles einen Full-Circle-Moment und jetzt lieben wir uns ja wieder. Aber es war so, wir hatten halt, er hatte mir mal irgendwie geschrieben oder ich weiß gar nicht, oder irgendwie kam in Kontakt und ich habe ihn ja auch gefeiert, so habe auch irgendwie so ein bisschen auf Storys, genau, noch ein bisschen auf ironisch, aber einfach, weil es einfach, genau, und dachte mir aber so, ey, er ist vielleicht voll der korrekte Typ trotzdem. Mhm. Ja. Und da haben wir immer so ein bisschen geschrieben und dann stand irgendwie im Raum, ob wir einen Song machen und ich war auch nicht abgeneigt, dass ich dachte so, ey, why not? So, lass mal irgendwie gucken, aber es muss dann auch was Witziges sein und eben nicht jetzt so der typische Mark Forster Swag, sondern irgendwas, was halt irgendwie noch witziger ist. Küre 2.0. Genau. Und dann war es wirklich so, dass hat er mir was geschickt, aber das war halt so ein bisschen so halt so noch so normaler Mark Forster Swag und dann war ich irgendwie, dann habe ich, genau, das war dann halt nichts für mich und ich habe dann aber auch, das war auch mein Fehler, gebe ich auch im Nachhinein zu,
habe das nicht so klar kommuniziert, weil mir irgendwie ist er ja auch ein krasser Star und ich habe auch Respekt für ihn und ja. ich habe ihm dann einfach nicht so direkt gesagt, ey, das ist nichts für mich, sondern habe irgendwie nicht mehr so richtig geantwortet. Und dann war er das fand er, glaube ich, blöd und dann hat er, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, und dann hat er halt so ein bisschen auf TikTok angefangen mit so irgendwie so mich so zu überzeugen, irgendwie ein Feature zu machen oder so und hat irgendwie da gab es noch so eine andere Geschichte, die muss ich jetzt nicht erzählen, die mich irgendwie genervt hat und dann war ich so ein bisschen im Studio und ich war so, okay, jetzt mache ich irgendwas. Check. Ich wollte jetzt auch nichts Böses machen, aber ich dachte so ey, kleinen Seitenhieb ist drin. Also es war schon so ein bisschen auf Ernst schon so gemeint, oder? Dann anscheinend. Also genau, es war schon ein Seitenhieb, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Okay, und dann haben wir uns dann irgendwann 2-3 Monate danach haben wir uns nochmal auf einer Party getroffen und dann haben wir drüber gesprochen und dann, es war richtig korrekt, er ist auch wirklich ein cooler Typ, also Marco Wass ist wirklich ein richtig cooler Atze eigentlich so. Mhm. Auch wenn er vorher halt voll diese Radiomusik gemacht hat, aber er ist wirklich ein cooler Atze. Mhm. Und voll gut mit ihm verstanden und jetzt hat halt Skirt Cobain hat halt diese Nummer mit ihm gemacht und dann hat Skirt mir die geschickt und mich gefragt, ob ich raufgehen will. Und dann dachte ich mir so, okay, geil, ich will nicht rauf, einfach weil ich nicht wollte, dass ich so, dann, wenn so ein bisschen TikTok-Hype ist, dass ich dann so raufhoppe, dass es so komisch wirkt. Aber passt auch. Aber Skirt hat mich gefragt und es ist noch dieser Full-Circle-Moment, weil ich und Marc so mal irgendwie geredet haben wegen Feature, dann war es irgendwie kalt zwischen uns, dann haben wir uns wieder vertragen und jetzt kommen wir wieder zusammen, so ist schon Full Circle Moment und Marc hatte auch mega Bock drauf. Geil. Und dann dachte ich, okay, komm, ich mach's und wie gesagt, seitdem habe ich natürlich noch ihn noch besser kennengelernt. Er ist wirklich ein richtig cooler Typ, also lieber Marc Forster. Wir sind auch sehr hyped auf dem Podcast. Das wird geil. Er ist auch ein witziger Typ. Aber droppt der Song dann jetzt morgen oder heute Nacht? Nee, oder? Der Chanson droppt in einer Woche. Also, was eigentlich hart, wenn man sagt, der Chanson droppt nicht so, gell? Deine Karte, ja. Okay, nächste Woche, okay, geil. Ja. Sehr, sehr geil. Kranke Nummer, Mann, ja. Ey, Bro, wir haben gerade schon vorher so einmal kurz drüber gelabert. Ich habe auf dem Weg hierher, habe ich einen TikTok geschickt bekommen von meiner Freundin und die meinte so, ey, voll krass, irgendwie auch Agus Songs alle weg und so. Auf TikTok gerade mega der... Willst du kurz sagen, was geht, damit die Leute checken? Oder ja, so? Auf TikTok sind alle... Also ich habe das TikTok nicht gesehen, muss ich dazu sagen, weil ich dachte, wir reden einfach jetzt gleich drüber und du meintest, das ist fein für dich vor der Kamera. Auf TikTok sind alle Songs, die, glaube ich, bei Universal sind oder so, sind gemutet. Also das heißt, basically, du bist ja bei Universal, Mein Vertrieb ist bei Universal. Aber ja, oder dein Vertrieb, ja. Dein kompletter TikTok-Account ist gemutet gerade. Ja, ist doch geil, ballert auf lautlos. Jetzt haben die ganzen Hater endlich was wollen. Was hat's damit auf sich? Also, Mann, also irgendwie, Universal probiert im Prinzip mit TikTok zu handeln, weil gerade ist es so, ich glaube, TikTok bezahlt irgendwie kein Geld für die Mucke, die da drauf ist. Mhm. Und Universal will halt Geld dafür. Und jetzt ist das irgendwie deren Druckmittel, ne? Dass sie sagen, wir nehmen alles runter. Und dann, dass TikTok sagt, okay, wir brauchen aber die Mucke, damit die Leute auch auf unserer Plattform mehr nutzen. Weil so. Aber natürlich ist auch so ein bisschen so, eigentlich... Ich habe das Gefühl... Eigentlich brauchen die Artists natürlich TikTok mehr als TikTok die Mucke von Universal. Ja, genau. Aber so ein bisschen wird vielleicht TikTok auch einbrechen, dann werden die sich vielleicht irgendwo einigen. Ja. Und dann, früher oder später, kommt es alles wieder hoch. Also ich sehe es alles halb so wild an. Ja. Für mich ist eigentlich alles chillig. Und wie gesagt, meine Videos knallen jetzt auf Mute. Auch krass. Und was ich halt wirklich auch geil finde, ist so die Leute, die jetzt so richtig ernste Statements machen. Habt ihr gesehen? Nee. Es gibt auch viele Artists, die jetzt so richtig so schwarze Fotos, also so schwarzer Background und dann so weiße Notizschrift drüber. Ach so, Black Lives Matter. Und dann so fünf Seiten, so genau, so Black Lives Matter angehört oder als wäre eine Karriere beendet werden oder so. Ja. Und dann ist einfach nur die Aussage, das Thema wird erklärt, ne, so. Ja. Erstmal so, warum musst du das Thema erklären? Und dann am Ende, hoffentlich wird bald alles gut, Herz oder was. Bro. Scheiße. Deine TikTok-Sounds gemutet. Das ist crazy. Ja. Ja, TikTok war halt so ein Raum, wo wirklich einfach, wo du machen konntest, was du willst. Oder ich meine, der wird ja jetzt... Nicht alles. Du kannst nicht machen, was du willst. Fast alles. Sobald du rauchst, bist du gefickt. Okay, gut, das weiß ich nicht. Aber, oh ja? Aber alles, was, also TikTok, alles, was so Copyright und Shit angeht. Das stimmt, ja, das ist richtig. Digga, es laden Leute ja komplette Serien, Filme, alles hoch. Und TikTok macht 0% dagegen. Wenn ich so einen TikTok angezeigt bekomme, wo so irgendein Part von irgendeinem Film ist, dann gehe ich auf den Account und du siehst, der macht das seit 2 Jahren.
lädt er einfach Filme und oder so. Oder kennt ihr diese Accounts, die so Filme komplett spoilern? Nee. Es gibt so Accounts, sorry, ich fall dir ins Wort. Dann nein, ich bin dir ins Wort gefallen, deswegen sind wir wieder auf null. Na guck mal, ich zähl's kurz zu Ende und dann machst du weiter. Okay, okay. Oder du fällst mir einfach irgendwann wieder ins Wort. Nee, es gibt so diese, das ist so mein Guilty Pleasure, immer wenn ich irgendwie nachts vorm Einpennen, suchte ich manchmal noch, auf TikTok komme ich ganz oft darauf, manchmal auch auf YouTube, diese Accounts, die irgendwie so Trash-Plots von so Filmen komplett spoilern, mit so einer KI-Computerstimme. Ja, Mann. Und dann so, ja, Mann. Also immer so ganz komische Gesetze, du hörst einfach, das ist von der KI gebaut. Ja. Irgendwie so, dieser Mann wacht auf in einem dunklen Raum. Der dunkle Raum scheint keine Türen zu haben. Der Mann sucht die ganze Zeit nach einer Tür, aber findet keine Tür. Der Mann verbringt den ganzen Tag im dunklen Raum. Der dunkle Raum wird zum Freund des jungen Mannes. So, dann sehen die so diese ganzen Plot. Das ist wirklich, das klingt immer so, als wäre das so von Englisch auf Deutsch schlecht übersetzt und dann diese KI-Stimme. Das ist wirklich so. Ich gehe so auf TikTok und dann laufen halt so random Ausschnitte aus dieser aus genau, und dann Film. Immer so Part 4 von 9 oder so. Ja, und dann findest du aber nicht in Part 5. Und, bist dann ja, aber, und dann geht man auf YouTube, um dann den kompletten Plot sich anzugucken. Also es ist wirklich verrückt, aber das ist wirklich so in einer dystopischen Zukunft. Ein Junge fällt hinunter. Eine Frau hebt ihn auf. Die Frau ist ein Roboter. Also das ist so crazy. Immer mit dieser lieblosen Stimme, die das so vorliest, ne? Ja, TikTok ist wirklich aber ein verfickter Piraten. So, wenn da so geile Filme gespoilert, oder ist das so mega nee, der es sind immer so, also es sind meistens so Scheißfilme. Ja, also ab und zu auch mal vielleicht ein guter, aber, manchmal guter, aber es sind oft ja. so Filme. Ja. Deswegen ist es eigentlich geil, dass sie das machen, weil das sind so, es ist halt so ein bisschen wie Trash-TV. Ja. Es macht einem irgendwie Spaß, man kann seinen Kopf abschalten, so ein von so einem schlechten Horrorfilm so ein Plot irgendwie erklärt zu kriegen in 10 ohne, Minuten dass man, ohne, ja. dass man den jetzt, ohne dass du anderthalb Stunden diesen scheiß Film gucken musst den reinziehen musst, der schlecht ist ja, okay. So. Aber Talk, manchmal entdeckt man auch darüber Serien oder Filme, die wirklich cool sind. Also ja. Ich habe darüber, gut, okay, das ist jetzt nicht so ein Geheimtipp, aber kennt ihr The Punisher? Kennt ihr Game of Thrones? Ich habe darüber so letztens sowas von, kennt ihr Breaking Bad? Nee, ne? Ja. Ich habe da halt so, eins von diesen TikToks habe ich halt, dadurch habe ich mit Punisher angefangen, was eine richtig geile Serie war. So die ersten dadurch habe ich mit Punisher neben angefangen. Was ist das? Was ist das? Das sind diese blauen Ecstasy-Pillen. Also ja, Bruder, wir sind nicht so im Thema Bruder, wie du. Bruder, wir wohnen. Wir sind clean, ey. Oder wir wohnen hier in Köln, Alter, wir trinken unser Kölsch, verstehst du? Ja, du hast recht. Wir ficken uns ein bisschen in den Arsch alle. Ach doch, warte mal, Punisher, das sind diese, die so ein Superman-Logo haben, oder? Nee, die haben so ein Punisher. Ey, wahrscheinlich haben die actually die haben den Punisher drauf. Von der genau, Serie, ja, Bro. Ja, genau, das macht Sinn, ja. Ja. Die haben den Punisher drauf. Und die ja, sind da ist jetzt raus. Hör mal, hätte er einmal meine Empfehlung der Woche sich auch mal einmal damit beschäftigt, weißt du? Jetzt sitzt er da, jetzt ist peinlich, so. Ja. Jetzt genieß. Okay, ja, da muss ich jetzt durch. Da muss ich durch, Bruder. Peinlich. Scheiße. Jetzt weißt du nicht, was der Punisher Scheiße. Ist. Scheiße. Was wolltest du erzählen zum Punisher? Nein, der hat so eine Maske an, ne? So eine. Ja, der hat immer so auf seiner Rüstung quasi, der hat so eine Rüstung. Also es ist basic. Aber ist das ein echter Mensch? Ja, ja, ja. Okay. Ich glaube, ich weiß aber, wie die aussehen. Das sind diese dreieckigen, oder? Ist das so eine dreieckige Pille? Nee, die sehen so ein bisschen wie das Superman-Logo aus, deswegen sagst du es auch. Ja. Die sind so unten spitz. Dann gehen die so um. Also die sind, glaube ich, sogar sechseckig. Boah, guck mal, ich bin gerade so wie bei Hangover, der Dude, als der Karten zählt. So. Ja, nee, aber. Mann, das sind so blaue, so, ich würde sagen sechseckige. Okay, würdest du dich auf sechs festlegen? Ich will jetzt auch nicht so lange drüber reden. Ich lock sechseckig ein. Okay. So eine Frage, bei Wer wird Millionär? Wie viele Ecken haben die blauen Punisher? Oder wenn irgendwann Exes die Frage kommt, bei Wer wird Millionär und ich sollte da sitzen, rufe ich dich ja, an. Ja, ja, ja. Wirklich, wie viele nicht, Ecken hat ein Exes? Ich weiß nicht, ob ich stolz darauf sein sollte. Hey auch, sie werden jetzt lachen, ich habe den Mann dafür. Wir rufen Chiago an. Da sind, so, da sind aber so drei Leute, die so vorgeschlagen sind und so eine Exes-Frage. Das ist so Bernd Meier, Markus Schmidt und dann ist er so Chiago mit so einer Brille, Digga. Und dann, oder ich sag dir ehrlich, ist sechseckig. Bist du sicher? Ja, lock sechs ein, okay. Ist das krank, Scheiße. Aber die hast du geguckt deswegen? Ja, genau. Also Punisher, richtig, also auch nochmal Empfehlung auf jeden Fall, zieht euch das rein, das ist ganz geil. Das ist auf jeden Fall auch Marvel-Universum, aber es ist halt nicht mit Superkräften, sondern es ist einfach so diese klassische Story, irgendwie so ein Ex-Soldat hat so ein bisschen Trauma vom Krieg und Shit. Und macht jetzt aber gute Sachen, aber ist halt die Überkampfmaschine. Okay, so das ist so eine Serie, wo du wirklich nie Angst haben musst, wenn irgendein Fight ist, dass die Hauptperson stirbt. Okay, also richtig weil chillig, der tankt einfach 18 Bullets und so und der prügelt einfach alle so tot. Einfach. Das ist richtig geil. Bro, so richtig so im Kopf ausschalten. So. Yeah. Einfach angucken, das ist ganz geil. Ja. Yeah.
was ich dich fragen wollte, Bro, um ein bisschen davon jetzt wegzukommen, ein bisschen zu was Ernsterem. Ich weiß, was kommt jetzt? So, ich habe mir mal gestern deine BWR angeschaut. Meine was? Deine betriebswirtschaftliche Auswertung. Ja. Oder sind ein paar Fragen offen geblieben. Okay. Ein Spaß, so schlimm ist es nicht. Scheiße. Das ist wahrscheinlich so eine Frage, so ein bisschen in die Richtung von, mit wem willst du als nächstes ein Feature machen? Aber auch in Bezug auf, als du das letzte Mal mit Papa Platte? Bro, kennst du die Story noch nicht? Doch, ich hab's gesehen. Aber das war doch auch eine Bedingung geknüpft, oder? Nee, darüber reden wir jetzt nicht. Darüber reden wir jetzt nicht. Okay. Okay, ist geheim. Oh, shit. Aber ja, Feature wird vielleicht kommen. Vielleicht kommen, wer weiß. Vielleicht kommt's. Ja. Kennst du schon eigentlich den Track von Kevin und mir? Nee. Okay, müssen wir den nachher mal vorstellen. Ach, Bruder, mach doch nicht so unangenehm. Aber du kennst Kevins andere Tracks, oder? Den einen kennst du. Wir haben, so einen Party-Malle-Hit rausgebracht, der slappt auf jeden Fall auch. Bro, ganz der ist so scheiße. Ja. Guck mal, du musst dir vorstellen, wir haben den so in FL Studio aufgenommen. Wir waren so einfach so bei mir, wir haben in FL Studio so eine Vocal-Chain-Preset-Scheiße raufgezogen, so richtig auf müllig, komplett reingebrüllt, ist übersteuert, übertrieben, dann auf das übersteuerte so Autotune drauf und dann haben wir die, wir haben die Vocals nicht mal irgendwie noch einzeln aufgenommen, ohne Effekte, dass man die noch im Nachhinein irgendwie mixen und mastern könnte. Mit Effekten schon aufgenommen. Ja, mit Effekten direkt aufgenommen. Weil Kevin ist so ein FL Studio Profi, Bro. Er hat das einfach mal so gemacht, weißt du? Und dann waren wir so mega gefickt einfach. Und dann habe ich das so versucht, so einen Kollegen zu schicken, der das irgendwie mixen oder mastern kann, aber der meinte, Bruder. Geht nicht. Ja. Aber ist es so ein, also, was ist das für ein Song? Also, ein Schlagersong. So ein malemäßiges Ding. Aber habt ihr, weil bei Schlagersongs, muss man sagen, die haben ja immer irgendein, ja, also es ist jetzt nicht immer schlauer, aber die haben immer irgendeinen Twist oder irgendeinen, auch wenn es dumm ist, wie so eine... So eine Catchphrase oder so. Irgendeine Catchphrase oder irgendwas, weißt du, oft ist ja irgendwas Sexuelles oder irgendwas, was mit Saufen zu tun hat. Ah, so, irgendwie so sowas wie so... Genau, irgendwas Doppeldeutiges haben die ja ganz oft. Habt ihr auch so? Boah, ich glaube, bei uns ist alles sehr eindeutig. Bruder, der Song heißt Alkohol, ich liebe dich. Und dann irgendwie, heute gibt's kein Bier, sondern Joint. Heute gibt's nur Bier und keinen Joint. Ja, stimmt. Ja. Alkohol, du bist mein Freund. Ist auf jeden Fall ein Banger, Bro. Ja, heute gibt's musst du dir mal Auto mal anhören oder sowas. Ihr müsst den Ecke Hüftgold schicken, der macht euch daraus einen Hit. Der for real, der macht aus allem irgendwie einen Hit, was ein Schlager ist. Wir mit Ecke Hüftgold einmal im Megapark auftreten. Ecke Hüftgold wäre auch ein geiler Podcast-Gast, ja, ne? Voll. Bro, wenn der da ist, müssen wir wirklich den Song einmal performen, Bro. Boah, da brauche ich dann deine ganze Energie. Nee. So, wir sind zurück, wir haben über geheime Themen gesprochen gerade. Oh, so viel verdient Chiago im Monat. Das können wir mal als Titel nehmen. Nee, was ich Realtalk vorher fragen wollte, Bro, weil ich war... Wir waren jetzt 2 Wochen, Kevin und noch 2 anderen Kollegen, so ein bisschen in der Schweiz, so Skitrip, streamingmäßig, hast du bestimmt mal reingeguckt. Ja, ja. Und da waren wir einen Abend mit Kevin feiern, einfach so wirklich offstream, einfach privat in so einem Club. Und es war crazy, wie oft, also so, es war richtig anstrengend für uns. Nein, ich meine ernst. Ja, okay. Okay, du bist natürlich ein krasser Promi auch. Man hat deine Fresse. Kann ich jetzt einfach sagen. Du meinst, es war unangenehm, wie oft du erkannt wurdest oder was? Gar nicht jetzt für uns, dass es unangenehm war, aber es war halt so, ich habe auch richtig Kevin angemerkt, dass er halt so... Man kann nicht chillen halt. Genau, dass er halt so, dass du, glaube ich, auch so in dem Kopf so ein bisschen gedacht hast, ey, die Leute meinen es ja nur gut, die freuen sich und man will denen das ja auch geben. Man will keinen Arsch sein, klar. Genau, und da ist ja auch Kevin so, der ist immer freundlich, egal was ist so. Aber es war halt auch so ein Moment, wo man sagte, oh, crazy, so, also bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich halt jetzt echt drüber nachdenken muss, paar Mal, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich gehe mal feiern, kann ich das einfach noch so machen oder ist das jetzt irgendwie sowas Stressiges, right? Ja. So, deinem Urlaub war noch ein bisschen was voll, anderes. Es kommt ja auch voll drauf an, wo, ne? Also genau. Ich glaube, wenn ich jetzt mit Kevin irgendwo in Berlin... Du bist so ein Kevin mit der Jacke. Oder was ist das für ein geiles T-Shirt, Alter? Ja, mein Schumischer, dafür gibt's auch noch eine Story, kann ich auch gleich jetzt. Okay, kommen wir gleich. Aber, nee, ich glaube, wenn wir jetzt mal irgendwie in Berlin feiern gehen würden, ich glaube, dann würde sich keiner nerven. Ich glaube, im richtigen Club. Du bist doch auch safe auch eher in den Techno-Clubs unterwegs oder so. Genau, richtig. Da würde dich safe niemand nerven. Da kennt mich auch, glaube ich, niemand. Ich glaube, also weiß man nicht, aber ich glaube, die Leute, bestimmt kennt dich da irgendwer, aber erstmal natürlich nicht so viele wie vielleicht da in dem Skigebiet. Und die Leute lassen da auch eher in Ruhe so. Aber klar, natürlich, wenn du in der Bubble feiern gehst oder unterwegs bist, wo die Leute auch wirklich Fans von dir sind und dich kennen,
dann ist es safe irgendwie anstrengend. Das meint man ja auch gar nicht böse. Vor allem, man muss auch dazu sagen, wir waren noch echt besoffen und unfassbar stoned. Ja. Also wirklich unfassbar stoned. Oder du musst dir vorstellen, da kam da so eine Sechsergruppe, die halt unbedingt Shots mit uns trinken wollte. Dann haben wir das gemacht. Dann eine Sekunde später kam so ein Typ, er meinte, können wir einen Pick machen. Bro, er holt so eine iPhone-Packung raus, aber so diese, als hätte man es frisch im Apple Store. Originalpackung. Und macht es so auf und nimmt sein Handy da raus und macht ein Foto. Und dann meinte, wahrscheinlich er noch installieren dann. Ja, er meinte, er hat noch keine Handyhülle, deswegen hat er diese Apple-Packung noch dabei. Ja, war, ja, wir stehen da wirklich da daneben, Alter, und sind einfach so turbobreit. Ja. Naja, das war alles nett und so, aber meine Frage an dich wäre auch im Vergleich, wenn du mal checkst, wie war das zu dem Zeitpunkt, als du das letzte Mal da warst, dann kam dieser ganze Hype mit Friesenjungen und so weiter. Merkst du das im Alltag, dass du öfter angelabert wirst oder irgendwie bei manchen Sachen denkst, boah, vielleicht gehe ich da jetzt mal heute aufs Wochenende abends mal nicht hin, weil zu viele Leute da vielleicht sind, irgendwie so auf den, oder ist das einfach Berlin und kein Juckt? Also es geht eigentlich klar, finde ich. Irgendwie, ich werde schon irgendwie mal auch im Supermarkt erkannt oder so. Ich fahre auch, wenn ich mal U-Bahn oder S-Bahn fahre, dann manchmal so, gibt es irgendwelche Leute, die mich ansprechen. Mhm. Und dann, viele sind sich aber halt nicht zu 100% sicher, ob ich Chiago bin. Weil du bist ohne Brille dann? Ja, klar. Ja. Ich weiß nicht, Bro, an in der letzten Folge meintest du, du trinkst immer. Du hast uns angerufen. Aber jetzt bin ich real unterwegs. So. Privat bin ich natürlich auch einfach ohne Brille unterwegs. Okay. Und würde ich stresst es auch nicht, wenn dich jemand ohne Brille erkennen würde und sagt, hey, können wir mal ein Foto machen? So? Machst du dann trotzdem oder sagst du, ey, ich habe die Brille kurz dabei, ich zieh die kurz auf? Dann sage ich, fix dich, Bastard, ich bin nicht Chiago, ich hasse dich. Kurz auf Stimme verstellen. Was denkst du, wo du bist, ey? Wer ist dieser Chiago? Wer hört Chiago auf Ernst? Digga, wer hört den auf Ernst? Ich war irgendwie der Tricksmusik. Ich mache dann auf jeden Fall auch schon Bilder. Und die Sache ist bloß, wenn ich irgendwo mit Brille bin, dann geht es natürlich nicht klar. So, weißt du, also, was heißt, dann geht es nicht klar, aber dann fragen echt viele so. Ja. Also, wenn ich irgendwie mal, keine Ahnung, draußen bin und einen TikTok drehe oder irgendwie ein Musikvideo oder so, in der Stadt mit Brille. Dann erkenne ich schon viele. Ich sag mal, es fällt auch ein bisschen auf, Bro. Genau, also es fällt auch. Ja. Es laufen nicht komisch, so viele Leute in Berlin. Komischerweise erkenne ich da relativ viel. Ich check's nicht. Aber, und dann, ich bin auch so wie du. Ich kann auch nicht unfreundlich sein. Ich mache dann auch immer Bilder und bin zu allen nett. Und das Problem ist, manchmal gibt es Situationen, wo es dann gefühlt keinen Stopp gibt. Ja. Und dann, boah, das ist, ich habe es bis heute nicht gelernt. Ich mache dann trotzdem mit jedem das Bild. Ja. Und dann stehe ich dann gefühlt dann da eine halbe Stunde, bis jeder abgearbeitet ist. Oh, der Trick ist dann, dann fühle ich mich aber auch wieder schlecht, weil man dann vielleicht, wenn man irgendwie, ne, weil es einfach anstrengend für einen ist, dann kriegt man es auch nicht hin, immer so höflich zu sein. Ja, genau. Und dann ist es auch so ein bisschen eine aufgesetzte Höflichkeit, was dann, wo ich mir dann auch wieder denke, hey, bin ich jetzt unfreundlich wieder, weil ich nicht so ehrlich höflich bin, sondern ich glaube, aber das kommt den Leuten gar nicht so vor. Ich glaube, es kommt nur dir so vor. Ich glaube, die Leute appreciaten, dass du gerade dir kurz Zeit nimmst. Ja, du bist der Einzige, der wahrscheinlich, oder Leute, die dich richtig gut kennen, merken den Unterschied wahrscheinlich nur so oft. Ich meine, der Trick ist aber, Bro, weil man selber will nicht der Buhmann sein, der sagt, hey, ich kann es auch einen machen und dann muss ich abhauen und dann stehen noch so 10 Kinder oder die dich anschauen so. Ja. Aber du musst einfach jemanden dabei haben, wie zum Beispiel ein Tim oder ein Miguel oder so. Wir müssen jetzt gehen. Müssen genau, jetzt die gehen. Sagen, ja, dann kannst du auch sagen, nein, ich will noch mehr. Nein, wir müssen jetzt. Ey, Leute, sorry, mir sind die Hände gebunden. Dann fällt er dir in den Rücken und ist so, Nee, du kannst ruhig noch Bilder machen. Okay, wenn du willst, dann bleiben wir noch 2 Stunden. Scheiße. Ja, ey, aber ich finde es auch wichtig, sich da Zeit zu nehmen. Auch wenn das halt Es ist hier und da auf jeden Fall eine mental draining. Und ich glaube, man so am Ende tut, also so am Ende ist es für die Person auf jeden Fall dann was Cooleres, wenn du jetzt ein Bild mit dem Fan machst, ist für den Fan cooler, als es irgendwie nervig für dich ist. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Und ich denke, man ist halt es den Leuten so auch irgendwie ein bisschen, ich denke immer, ist es auch ein bisschen schuldig. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Ja. Weil so, keine Ahnung, guck mal, wenn du ein Schreiner bist, dann baust du halt die Tische und Leute sagen, hey, ich brauche einen Tisch, den finde ich schön, den kaufe ich. Und dann dadurch lebt er, das ist sein Verdienst, so, das ist seine Kunst. Ja. Aber alles das, was sei es irgendwie Entertainment, Schauspiel, Musik, alle diese Sachen, die funktionieren ja alles nur, weil es Leute gibt, die dich feiern, die sich das anhören, anschauen und so weiter. Und deswegen ist das auch mindestens. Also, das ist irgendwie Teil dann auch vom Job so. Auf jeden Fall. Dass man das einfach kein macht. Abgehobener so. Wichser wird. Klar, wenn es mal Momente gibt, wo man sagt, hey, sorry, ich esse hier gerade mit meiner Familie. Also du bist jetzt auch nicht der Sklave von, ne, wenn jemand kommt. Sorry, so. Ich fick hier gerade mit meiner Freundin. Lass trotzdem schnell. Lass das Video. Ja, so auf den. Oh, hattest du mal so
Du warst doch safe schon mal Fetischclub, oder? Ja, schon. Hast du so eine Schiebrille dann? Hast du schon mal so Angebote bekommen von so Leuten, die dich erkannt haben oder so? Weil Revi, ein Hobby von uns, der meinte mal, dass er auch so Fetischclub war, erkannt wurde. Yeah. Und dann kam so ein Guy und meinte so, hey, hast du Bock, meine Freundin zu ficken? Das ist hart. Ist Revi auch ein YouTuber? Oder ja, auch ein YouTuber. Ja, ja. Schon verheilt. Und ich finde das halt, also so, ich denke, sowas wird in Fetischclubs auch so, ohne dass Leute irgendwie sich kennen, halt obvious öfter passieren. Ja. Aber ich finde den Fakt witzig, dass jemand erst sagt, hey, was geht, du bist doch Revi oder du bist halt der Kann oder der. Kannst du ein Grußvideo aufnehmen und willst du meine Freundin ficken? Willst du meine Freundin ficken, Bro? Das ist also, wenn du es Revi kennen würdest, wäre es noch lustiger, Bro. Ja. Aber dass wirklich einer dann so im Nachhinein erzählt, ey, Revi hat meine Freundin gefickt. Also das ist wirklich krank. Ja, ich meine so, am Ende ist halt dieses so, also ich bin jetzt auch nicht so krass in dieser Szene unterwegs. Also so, ich gehe gerne auf Techno-Partys, aber halt jetzt, also zum Beispiel so KitKat ist ja zum Beispiel so ein klassischer Fetischclub in Berlin. So, ich war da auch schon ein paar Mal, aber das ist jetzt nicht der Go-To-Club von mir. Ja. Deswegen, das ist mir auf jeden Fall noch nie passiert. Aber man merkt natürlich, dass wenn man feiern ist, dass gerade in Berlin, ne, wo die Leute einen natürlich, wo die Leute eigentlich cooler sind, also oder auf cooler machen und dann nicht zugeben wollen, dass sie einen kennen oder so, merkt man, dass sie einen trotzdem manchmal kennen und dann halt irgendwie, ja, keine Ahnung, klar, irgendwie. Ich verstehe, besonders, du merkst es, aber die Person sagt es nicht. Genau, also man merkt, die Leute wollen dann den Kontakt, egal, ob es jetzt Typen oder Girls sind, ja. auch so, die dann einfach irgendwie mit mir labern wollen und halt sie tun, als würden sie nicht wissen, wer ich bin, aber ich merke so, Bro, du willst gerade ein bisschen zu sehr mit mir die ganze Zeit labern und chillen. So. Ich check schon. Aber am Ende finde ich das eigentlich auch okay, weil irgendwie so lerne ich dann auch Leute kennen und mir ist dann auch egal, ob die irgendwie wissen, wer ich bin. Dann, wenn die cool sind, dann ich die kennenlerne, dann ist nice. Wenn ich die nicht cool finde, dann ist auch egal. Dann chill ich halt auch nicht mehr mit denen. Aber ja, ich meine, ich lerne ja auch immer noch coole Leute kennen jetzt neu. Es wäre ja auch Quatsch zu sagen, ey, ich bleib jetzt nur, weißt du, so irgendwie so, bleib ich bin jetzt im Club Mut. und ich will gar nicht irgendwie neue Kontakte schließen und da gibt's safe coole Leute und die kennen mich vielleicht, aber die können ja auch nichts dafür, dass sie mich kennen, weil sie ja trotzdem coole Leute dann so, weißt du. Ich glaube, das geht so klar, solange man halt, wenn man halt weiß, man hat selber so gutes Bauchgefühl. Voll, weißt genau, du, ja. Dass genau. du halt das immer noch unterscheiden kannst, weil es gibt natürlich halt bestimmt auch viele Leute, die dann sagen, Digga, das ist Chiago irgendwie und dann wollen die sich halt bei dir reinquatschen irgendwie so und dann, um dann irgendwie von dir zu profitieren. Verstehst du, wie ich meine? Es gibt ja halt auch so dieses Ausnutzding, aber solange man ein gutes Bauchgefühl hat und immer Menschen so ganz gut einschätzen kann, würde ich sagen, das haben wir beide auch immer gut drauf gehabt so bisher. Ja, geht so, was? Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl, sehr großes. Digga. Dann merkt man ja schon, okay, die Person ist unkorrekt und so. Was meinst du? Ich bin gemein. Ach so. Ich wollte sie tun auf so dicker, wieso sagst du jetzt so? Ach so. Bro, ich würde die Story gerne hören zu dem Michael Schumacher-Shirt. Du meinst, es gibt eine Story dazu. Ja, pass auf, und zwar, ich hatte ein anderes Michael Schumacher-Shirt, was tatsächlich mein Lieblingsshirt war. Und das habe ich auch oft bei Clubshows getragen oder Auftritten. Und dann gab es eine Clubshow irgendwo in Österreich. Wo war das? Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber irgendwo in Österreich. Innsbruck. Nee, nicht Innsbruck, sondern Wien? Salzburg. Nee, so eine. Was kleineres. Nein, noch kleiner. Hildesheim. Hildesheim in Österreich, man kennt's ja. Warte, ich schau jetzt nach. Fuck. Dass wir die Verantwortlichen mal ganz genau hier beim Namen nennen können, ja. Yeah, es kommt doch diese eine Moneyboy-Show, wo er so sagt, wo ist mein Gucci-Bandana? Licht an dem Club! Licht an dem Club, gib mir mein Gucci-Bandana, dann kann ich die Show weiter. Boah, Moneyboy auch Legende. Die würde ich auch sofort ein Feature machen. Boah, ja? Das wäre hart. Das wäre hart. Moneyboy liebe ich. Ich finde auch seine Freestyles immer so geil. Ja, beste Wort. Es war Empire St. Martin, glaube ich. Irgendein Club irgendwo in St. Martin. Okay. Und ich glaube, St. Martin ist Schweiz, oder? Ja, dann irre ich mich vielleicht. Ist scheiße. Ist auf jeden Fall in Österreich. Auf jeden Fall, dann habe ich dieses Shirt ausgezogen während der Show und habe es halt zu meinem DJ gelegt. Und man sieht, und dann war es halt danach weg. Und dann haben wir uns die Überwachungsvideos angeschaut. Und man hat gesehen, wie so ein Typ, der halt, es war halt super voll so, also um mein DJ standen auch richtig viele Leute, wie der Typ das sich so nimmt, also irgendjemand, der da stand, hat sich geklaut und steckt sich das so in seinen Arsch praktisch rein und feiert dann danach noch so weiter. So. Das ist auch so richtig gerippt und wir haben ihn perfekt auf Kamera. Und das Geile ist, er hatte sogar noch ein Merch-Shirt von mir an,
was ihm mein DJ kurz vorher geschenkt hat. Wow, das ist wunderbar. Also mein DJ hat ihm ein Shirt geschenkt und dann hat er noch mein Lieblings-Schumi-Shirt gerippt. Und dann habe ich dieses Video aber in meine Story gemacht und dann hat er mir geschrieben, ey, sorry, also er hat sich entschuldigt so. Okay. Und meinte so, ich schick dir das. Ja. Yeah. Dann habe ich ihm meine Adresse geschickt und ich habe es immer noch nicht bekommen. Ja. Geil. Stark. Stark. Ist das aber jetzt, genau, und jetzt habe ich ein neues Schumi-Shirt. Okay. Aber es ist nicht genau das Gleiche. Ist nicht so genau das Gleiche. Aber ich muss sagen, das gefällt mir auch sehr. Ja. Ist hart. Sehr fresh. Was macht Schumi, also weiß man da irgendwas aktuell von ihm? Ich habe gehört, dass die, ich glaube, die klagen alles weg, was darüber gesagt wird. Also jede Information, die geleakt wird, wird weggeklagt. Und ich meine, ist auch okay, ist auch fair enough. So, ist halt sein Privat. Die wollen einfach ihre Ruhe und ich check's. Also, ne? Ja, lebende Legende. Ja, Mann. Real Talk, oder? Auch schade irgendwie. Ich glaube halt, also so, man weiß halt nicht, man kann halt nur mutmaßen so. Ich weiß nicht, ob es respektlos ist, überhaupt darüber jetzt so zu reden oder zu mutmaßen. Aber ich meine, so, wenn der wirklich halt jetzt so, wie lange ist es her? 10 Jahre oder so? Das ist lange her. Alter, das ist so lange her? Keine Ahnung, das ist schon ewig her. Oh, okay, krass, wusste ich nicht. Du musst dir überlegen, damals wenn war du der. 10 Jahre im Koma bist? Damals war halt die Diskussion ja noch mit dem Helm fahren oder nicht. Und die meisten sind ohne Helm gefahren. Ja, das muss das richtig ist wirklich, lange das ist wirklich, her sein. Ja. Ich finde es voll krass auch. Man muss so, mit Helm fahren. Wenn man so überlegt, was so in den letzten. Also während wir so auf der Welt sind, sage ich jetzt einmal mal blöd gesagt, was da sich so verändert hat, so in vielen Sachen. Zum TikTok. Beispiel, ja, TikTok, ja, aber ich meine so. TikTok, ja. Ich meine, zum Beispiel im Sport würden mir jetzt 2 Sachen einfallen. Zum Beispiel in Formel 1, wenn wir gerade schon drüber labern, da ist dieser, ich glaube, Angel oder so heißt, Angel Ring oder Halo. So. Halo. Halo? Mhm. Ja, das kann sein. Also, dass die so, die haben ja oben diesen Kopfschutz. Bro, das ist ja irgendwie erst in den letzten 5 Jahren oder so dazu gekommen. Halo ist noch nicht. Also, was ich so von der. Das ist es genau. Also. Das ist so ein. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so ein Schutz oben über der Fahrerkabine, dass wenn das Auto flippt um 180 Grad, also quasi auf dem Rücken dass liegt, nicht auf dem Kopf dass die dann nicht da irgendwie drauf landen und da was passiert, sondern dass die da so einen Schutz haben. Mhm. Das ist aber. Das haben die halt früher weggelassen, weil es halt so aerodynamisch reinfegt. Dadurch können die Autos, glaube ich, ein Stück langsamer fahren. Bro, wenn, wenn du die Autos anschaust zu der OG-Schumi-Zeit versus jetzt, ist das wirklich, als wäre das ein anderer Sport. Das ist ja crazy. Die haben so viel da verbessert, also einmal diesen Ring. Der hat auch mal einem Fahrer das Leben gerettet, der hat die Kontrolle verloren und ist mit so, keine Ahnung, Digga, mit so 200 oder was die da fahren, ist der in so eine Bande rein. Und die Bande, das waren einfach diese typischen von der Autobahn, diese Metall. Planken, die waren so hoch aufgeschichtet und ist da halt so geradeaus reingefahren und dieser Ring ist halt so oben drüber, aber der hat auch in der Mitte eine so eine Stange. Weißt du, wenn ich jetzt hier fahre, dann habe ich vor mir so eine Stange und so diesen Ring und der hat halt... So im Käfig drin. So. Mäßig. Ja. Und der hat halt dann, ja, sonst wäre halt sein Kopf einfach zerquetscht gegen diese Metallwand und hat das so aufgehört und der Fahrer hat es überlebt. Ja. Auch die Sitze, in denen die drin sitzen, ist ja alles so extra so gegossen und so und die Helme mit dieser Nackenkrause und sowas. Ja. Also das hat sich so crazy verändert. Genau, und dann habe ich noch so angedacht, ich weiß nicht, inwieweit du so footballmäßig drin bist, wir haben so ein bisschen angefangen. Gar nicht, leider. Ja. Und da ist halt dazu gekommen, da gab es auch einen sehr guten... Ich sag schon leider. Ja, aber da gab es einen sehr guten... Das ist aber wirklich leider, ja, ich muss Sport, mal, ist ein geiler Sport. Wir müssen mich vielleicht reinbringen. Ja, ist ein sehr geiler Sport. Es gibt einen sehr guten Film von Will Smith, ich weiß leider aber nicht, oder mit ihm, ich weiß aber leider gerade nicht, wie der heißt, aber werden Leute in die Kommentare schreiben. Ja. Da geht es um die Thematik, dass voll viele Footballspieler CTE so, haben, ne? Ja, die, wie heißt es? CTE. Ja, ich glaube, so heißt es genau. Weil also es war bis vor 2 oder 3 Jahren, war es halt einfach noch erlaubt, dass man den Spielzug beginnt mit einer verfickten Kopfnuss einfach. Da war es einfach normal, dass einfach die Defense und die Offense sich gefühlt am Anfang einfach eine fette Kopfnuss gegeben haben, um sich so mäßig gegenseitig auszuschalten, damit dann der Rest halt quasi die Spielzüge machen kann. Das ist krank. Und dadurch ist halt jedes Mal, glaube ich, wie so eine kleine Gehirnerschütterung. Und es fickt halt dann den Kopf und dann sind halt voll viele Spieler, gehen halt insane. Zum Beispiel Antonio Brown hat dann irgendwelche Matratzen aus dem Hotelzimmer geworfen und so ein Scheiß. So ultra crazy gegangen. Und ich finde es so krass, das ist einfach, das war bis vor 3 Jahren einfach normal. Also ich glaube, also wir sind jetzt auch erst so diese Season, also ich zumindest bin so diese Season erst so bei NFL reingegangen. Und für mich war auch der Start, Bro, vielleicht ist das für dich auch der Lifehack, mal zu einem Spiel zu gehen. Und inzwischen hast du ja auch in England oder auch in Deutschland hast du ja die Spiele auch. Voll, ja. Wenn du da einmal ins Stadion gehst, dir das einfach mal reinziehst und die Energie spürst, Bro, das ist crazy. Aber genau, es ist im Prinzip, American Football, das hat mir ein Kumpel mal erklärt, der so sehr deep drin ist, es ist so ein bisschen wie so Schach mit echten Menschen. Ja, ne? Also so, das kommt sehr krass auf die Taktik an, weil du hast halt immer diese ganzen Spielzüge. Ja. Und irgendwie, klar, die Spieler führen das aus und sind natürlich, manche sind krasser, manche sind schneller, manche sind stärker als andere. Mhm. Aber
Es ist sehr, sehr strategisch, ne? Auf jeden. Auf viele Pausen immer. Komplett. Und, ne? Ja. Das ist ja so, keine Ahnung, wenn du das vergleichst mit Fußball oder so, ja, den meisten Sportarten, die irgendwie so sind, Mannschaftssportarten, hast du ja immer einen Spielfluss irgendwie. Genau, ja. So, es fließt hin und her und hin und her. Und dort hast du halt immer Spielzug. Und der kann natürlich, gibt auch mal manche, die gehen ein bisschen länger, aber an sich Spielzug und dann irgendwie, weiß ich nicht, Ball wird gefangen, Ball geht raus, Ball geht auf den Boden, stopp. Ja, ja, ja. Auch natürlich für die Amis sehr, sehr geil, weil die ballern halt wirklich in jede kleine Unterbrechung, Bruder, eine Werbung rein. Also Football schauen ist richtig anstrengend auch teilweise. Ne? Ja, ja. Das stimmt, ja. Aber ja, es ist ein übelst taktischer Sport. Sehr geiler Sport. Hast du sonst einen Sport, den du so verfolgst? Ja, mein Guilty Pleasure ist auf jeden Fall UFC. Wirklich? Ja, ist mein Guilty Pleasure. Vor allem immer so, manchmal, wenn es so geile Fight Nights gibt und man irgendwie lang unterwegs ist am Samstag, da kommt man perfekt irgendwie so um 5 Uhr oder so auf dem Weg nach Hause oder so, guckt man sich dann die UFC an auf dem Handy. Läuft das so turbo spät? Ja, es läuft dann in Amerika. In Amerika ist dann Primetime. Ne? Dann aber, ist irgendwie der Hauptkampf in Amerika um 24 Uhr. So, ja. Und, okay. Und dann, so, und dann ist es in Deutschland um 7 Uhr oder so. Ich weiß auch nicht, wie die Zeit ist. So West Coast-mäßig ist das dann, ne? Eher. Wie West Coast? Naja, weil so New York-Zeit ist ja Primetime bei uns ungefähr so 2 Uhr nachts. Ach so, ja, nee. Ich glaube, es gibt auch Fight Nights in New York, aber ich glaube, es ist auch viel in Las Vegas. Ja, das ist ja dann auf jeden Fall später. Ja, ganz oft sind Las Vegas die krassen. Boah, das ist richtig gefickt dann von der Uhrzeit her. Ja. Boah, das check ich. Aber das ist mein Guilty Pleasure auf jeden Fall, weil natürlich auch ganz, ganz viele Freunde von mir und vor allem auch Freundinnen von mir sagen mir immer, boah, was ist das für eine primitive Scheiße, die du da guckst. So, und ist ja auch irgendwo ist auch ein sehr primitive Bubble irgendwo, also primitiv meine ich so, ist auch so sehr konservativ in Amerika, weißt du, die sind auch so, ich würde sagen, so die UFC-Fans, so, oder die ganze Bubble ist auch noch echt homophob, die sind irgendwie sehr, also sehr so sexistisch noch so, ja, glaube ich auch eher so pro-Gun, rechtskonservativ, genau, ja, eher so pro-Trump auf jeden Fall, ja, so, und es ist einfach so, und es sind am Ende dann so Typen, die sich wirklich so, also einfach so, oder auch Frauen, ne, die sich halt einfach mies aufs Maul hauen. Ja. Aber irgendwie es gibt halt krasse Fighter und das ist mein Guilty Pleasure. Und ich mache ja selber Jiu-Jitsu, also diese, die ganzen Bodenkampf, den die ja machen, das mache ich selber. Und immer deswegen noch? Mache ich auch immer noch. Ja. Oh, geil. Natürlich nicht mehr, leider nicht mehr so viel wie früher, aber. Da haben wir letztes Mal auch gelabert, auf jeden genau. Fall. Ne? Ja. Aber deswegen bin ich da so voll drin. Ja, ich check das komplett, man. Ich wünschte, ich würde auch ein bisschen mehr. Also, ich meine, das, was du sagst so zu den Fans und so, ist halt schon so ein Minuspunkt. Aber der Sport an sich hat damit ja nichts zu tun. Ja, genau. Der Sport an sich ist einfach halt ja eine der ehrlichsten Arten, sich oder primitiv, aber auf eine gute Art. Also ja, und es sind ja immer noch krasse Sportler, ne? Genau. Das habe ich vergessen, das ist wirklich hochklassige Sportler. Genau, das ist halt so, ich meine, du kannst halt einen Sport austragen dann mit 1000 Regeln und mit dem und dem. Und das ist halt so eine Art von Wettkampf, wo es einfach wirklich zwei Menschen und so Regeln, die wahrscheinlich halt noch gerade so festhalten, dass man sich halt nicht das Genick brechen darf. Und jetzt gehen die einfach mal Ende, ab. So. Am Ende sagt man sogar, dass es weniger schädlich ist als Boxen, weil stimmt, ja, weil du beim Boxen halt noch viel öfter diese Schläge auf den Kopf kriegst, die dich aber dann nicht ausnocken, weißt du? Ja. Weil du hast halt diese fetten Boxhandschuhe. Ja. Und ich glaube, beim MMA gehst du halt schneller K.O. dann und dann kriegst du nicht noch weitere Schäden. Und es ist auch so, beim Boxen ist ja auch so, wenn du ausgenockt wirst, dann kannst du erstmal nochmal, hast 10 Sekunden Zeit, um aufzustehen. Ja. Und dann wirst du vielleicht nochmal ausgenockt und noch ein drittes Mal ausgenockt. So. Ja. Und in der UFC gibt es so eher nicht so ein ist das dann nicht Standing so? Count, ne? Also nee, es geht weiter, bis Kampf vorbei ist. So. Das heißt, wenn du auf den Boden genockt wirst, dann wird meistens auch der Kampf beendet, weil die andere Person noch weiter auf dich einschlägt und dann geht es. Okay, check. Das heißt, du hast dann aber hast du theoretisch die Chance, nochmal aufzustehen und zu sagen, brutal, ey, ich boxe weiter oder ich mach weiter? Nee, hast du nicht. Das geht's nicht. Es geht halt weiter, bis eine Person aufgibt, also durch, ne? Oder. Okay. Oder halt der Schiri dazwischen geht. Ja. Kann der Trainer auch aufgeben wie beim Boxen? Kann er Handschuhe? Klar, machen? Klar. TKO. Ja. Oder heißt das so? Ja, technischer K.O. Ja. Wenn der Trainer aufgibt? Dachte ich, dass es TKO heißt. Nee, das TKO heißt praktisch, wenn du nicht ausgenockt auf dem Boden liegst, aber der Kampf trotzdem beendet wird. Ja. Weißt du, es kann aber alles sein. Das kann oh alles mein sein. Gott, Tim sagt so wie bei uns. Er hat mir. Ich habe für Boxkampf trainiert. So für so. Hattest du einen Promi-Boxkampf? Hä? Hattest du einen Promi-Boxkampf? Kennst du die Story gar nicht? Nee. Das ist eine geile Story. Ich habe einen Streamer aus Amerika, hat mich gefragt, ob ich Schachboxen mitmachen möchte. Krass. Und ich habe dann so für ein, zwei Monate habe ich Schachboxen, also halt Schach trainiert und Boxen halt. Mhm. Und ich war halt schon so, Bro, wie lange war ich drin? 3 Wochen, 4 Wochen in Boxtraining?
Ja, einen Monat auf jeden Fall. Also richtig deep drin ist schon, ne? Und auch wirklich jeden Tag beim Boxtraining gewesen. Ja. Und dann haben wir nochmal so ein paar Sparring-Partner gebraucht. Und Tim hat gerade, ich glaube, es war so die ersten zwei Wochen, wo Tim angefangen hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Und dann dachten wir so, ja, warum nicht? Dann machen wir doch einfach ein Sparring gegeneinander. Ist doch chillig. Und dann hat Tim mir so böse brutal, das war sein erster Boxkampf, so böse brutal aufs Ohr gehauen, dass mein Trommelfell geplatzt ist. Ich musste operiert werden, musste alles absagen. Und der konnte nicht mit Boxen. Und das war dann quasi ein technisches K.O., würde ich sagen. Das war auf jeden Fall ein technisches K.O., ja, Mann. Ja, und dann mussten wir alles absagen. Und, crazy. Aber der hättest es gemacht, ne? Also, hä? Der hättest es schon gemacht. Ob ich es durchgezogen hätte? Ja, ja, auf jeden Fall sonst schon. Boah, das ist eigentlich wirklich schade. Würdest du mal so Promi-Boxen machen? Guck mal, das Ding ist genau das. Ich habe jetzt das Problem, jetzt, wo ich so das schon einmal so hinter mir hatte, das war wirklich sehr, sehr anstrengend, dieser Trainingsprozess und so. Und auch so dieses mentale, okay, ich haue halt irgendwem mal irgendwann auf die Fresse. Ich habe mich noch nie in meinem Leben wirklich auf Ernst geschlagen halt, ne? So ohne Handschuhe oder so. Und ich habe so mich so, jetzt, ich habe das Gefühl, es ist Sandhandschuhe, so, meinte, kommst du aus mit ja, aber jetzt nochmal wäre das so eine krasse Überwindung, nochmal zu sagen, so ein Commitment, nochmal, ich mach das jetzt. Von der Anstrengung her, meinst du? Ja, einfach so von der Anstrengung her und irgendwie auch das Überwindung einfach, weil ich habe auch Angst vor dem Fall, sag ich ehrlich so. Klar, ne, auch du hast natürlich, irgendwo ist ja auch, sobald man, stell mal vor, man wirklich, wirklich ausgenockt, dann bist du halt ein Meme auch einfach, ne? Also so, wenn du denn, aber das wenn nicht du mal unbedingt. Jetzt nicht mal, weil ich. Wenn du ausgenockt auf dem Boden liegst, so, es wird schon vermieden. Ich glaube, es kommt, ja, safe, aber es kommt drauf an, wie du an sich gekämpft hast, glaube ich schon. Stimmt, ja. Und es kommt auch, glaube ich, drauf an, was für eine Person du bist. Ich glaube, du würdest eher weniger zum Meme werden, weil du jetzt, weißt du, die, ich würde es halt nutzen auch. Ja, nee, und ich meine auch generell, die Leute mögen dich. Ja. Ich glaube, es gibt irgendwie kaum wen, der dich nicht mag. So. Aber weißt du, es gibt vielleicht Leute, die sich nicht für dich interessieren. Außer alle auf TikTok. Alle auf TikTok. Ja. Ernsthaft? Bro, aber die hassen dich ja alle. Wir sind linksversiffte Hurensöhne. Ja, ich ja auch. Ich war auch linksversiffte Hurensöhne. Also safe, aber ganz kurz. Dieses Video war, was war gegangen, wo du auf meinem Konzert bist, ne? Und dann, wir haben so fick die AfD angestimmt. Papa Latte hat mitgemacht und dann wirklich jetzt werden wir auseinandergenommen auf TikTok. Ja, jetzt sind wir die Linksversifften. Aber oh, ey, das ist crazy. Es ist halt so, es ist wie es ist. Man muss. Nee, aber was würdest du sagen zum Boxen? Du hattest gerade noch den Sitz nicht beendet. Wir meinten. Fuck, ich hab's auch gerade vergessen. Mit dem Meme? Achso, ja, genau. Ich glaube, du würdest eher weniger zum Meme werden, aber Leute zum Beispiel, die im Internet eher so eine große Fresse haben oder eher viele Gegner haben und irgendwie so. Die werden natürlich dann auch vermiemt, weißt du, weil die. Zu Recht auch dann. Aber, das Ding ist halt so, das wäre nicht das Ding. Ich habe jetzt nicht Angst zu verlieren, weil ich wüsste ja, ich hätte trotzdem halt dann alles, was in meiner Macht ist, gegeben, wahrscheinlich dafür. Ja. Und Bro, gerade als so jemand wie ich, so Streamer, so Entertainment-mäßige, lustige Sachen, so, das wäre dann jetzt für die nächsten 3 Jahre, wäre das dann halt genauso wie mit dem, das Tim mir aufs Ohr gehauen hat, ist halt so ein Meme einfach. Und das, ich habe das Gefühl, ich würde eher davon profitieren, als dass es mir schadet. Voll, ja. Hast du jetzt, wenn es jetzt nochmal losgehen würde mit Training, mit Kampf und sowas in ein paar Monaten, hättest du jetzt gerade vor dem Kampf mehr Angst als beim ersten? Ja, genau. In der ersten Phase? Genau, weil mir ja schon mal was passiert ist und weil es jetzt nochmal so, es war ja schon so kurz vor dem Fight und dann, war so mental schon voll ready für den Fight und jetzt erstmal nochmal wieder auf dieses Level zu kommen. Ich check. Das strengt mich irgendwie an. Aber realistisch gesprochen, Bro, dürftest du doch eigentlich gar nicht, oder? Wenn hier noch ein Ding draufkommt, Bruder, hörst du nie wieder was. Ich glaube, ich dürfte wieder. Mein Arzt meinte, mein linkes Ohr ist jetzt nach allem OP und so, ich höre auf dem linken Ohr so gut wie jemand, der nicht operiert wurde und der noch nie ein Problem hatte. Ja? Ich höre so gut wie, ja, beide. Ja. Wirklich jetzt? Ja. So gut wie wir beide zusammen. Die haben ja, also die flexen so. Und die haben mir noch Lautsprecher rein operiert. Oder ich sehe auch viel besser. So Pimp My Ride, die haben mir so Whirlpool rein in die Tür. Ich weiß auch nicht, der Arzt meinte, seit der OP, mein Schwanz ist doppelt so lange auf einmal gewachsen, Alter. Scheiße. Ist das krass. Scheiße. Ey, Bro, ich wollte noch eine so ein bisschen so deepere Sache so ansprechen. Es ging so ein bisschen gerade in die Richtung mit diesem Linksversiff-TikTok-Ding und so. Ja. Was wählst du? Ich glaube. nein, aber ich glaube so, seit so Friesenjung so um Turbo-Viral gegangen ist. Ich würde das so das Nina Schuber-Syndrom nennen. So, weil Nina Schuber, wie ist ihr Song? Der einzige Mensch, der Schuber sagt. Whiteberry Lillet. Ja, der ist ja so dumm viral gegangen. Also das war ja so der TikTok-Song zu der Zeit. Und ich glaube, egal ob man sie mag oder nicht, man war immer konfrontiert mit diesem Song und irgendwann, egal wie gut ein Song ist, irgendwann finden Leute den nervig safe, einfach. Ja. Und ich glaube, so ein bisschen ist das mit Friesenjung auch passiert, dass Leute dann irgendwann einfach das überall hatten. Und ich glaube, langsam gab es so, es gibt so ein, zwei Leute, die dann so ein bisschen so Hate, so abfuckschieben. Auf jeden Fall. Also ich glaube, generell ist gerade so, ich glaube, gerade ist for real, also jetzt in den letzten paar Monaten, würde ich sagen, ist schon, merkt man einfach so,
genau, es gibt auf jeden Fall Hate, ja. Also jetzt nicht so schlimm Hate unter meinen Post oder so, da ist eigentlich alles geil so. Also da sind halt die Leute, Fans, die mich mögen so, ja. Und irgendwie deswegen ist immer noch alles positiv. Es gibt ja auch Leute, die so richtig auch unter ihren eigenen Posts gehatet werden. So ist bei mir auf jeden Fall nicht. Aber man kriegt es mit, wenn irgendwo was anderes gepostet wird über mich, in der vielleicht ein bisschen der falschen Bubble, die mich nicht feiern, dann werde ich schnell auch gehatet und ich denke mir so, ey, fair enough, so, weißt du, es sind auch viele Leute, die kennen mich dann nur über Friesenjung und die denken sich so, was für ein Hampelmann so. Ja, ja. Und die denken, und viele denken, glaube ich, auch, dass ich so, also die Leute, die sich nicht wirklich mit mir beschäftigen, denken, glaube ich, auch schnell, dass ich so einfach nur ein Meme bin, der so provoziert und irgendwie Faxen macht, aber nicht wirklich irgendwie ernstzunehmendes macht oder so. Ja. Und die haten dann natürlich sehr schnell. Ich find's okay, ich gehe da auch mit Humor um. Also deswegen so, ich habe jetzt auch, wie gesagt, ich habe so ein Shirt jetzt gemacht, wo drauf steht, ich höre Chiago auf Ernst. So, weil einfach so, ich find's so geil, wenn Leute so, wenn irgendwo was von mir kommt und Leute schreiben so, Digga, wer hört den auf Ernst? Ja, oder so. Ja. Irgendwie muss ich auch drüber schmunzeln. So. Ja, ich kann auch selber drüber lachen. So. Ich finde es okay, dass der Hate da ist und ich denke mir so, das wird auch wieder weggehen. Und es ist einfach gerade nochmal so, ne, ich bin schon echt erfolgreich so. Also ich bin auch super, super dankbar dafür. Mhm. Und dann gibt es natürlich Leute, die sich denken, ey, das ist voll unverdient. Der macht irgendwie, der kann nichts, so, der macht irgendeine Scheiße so. Ja. Und ist damit erfolgreich so, das gönne ich dem nicht. Fick den so. Und ja, so ist es halt gerade ein bisschen. Aber es gibt auch genug Leute, die mich auch noch sehr feiern, weißt du? Und deswegen ist, glaube ich, da noch ein ziemlich gutes Gleichgewicht. Wie war das so am Anfang? Also, ich meine, am Anfang wurde ich nicht gehatet. Also, ich muss sagen, ich meine so am Anfang, wo so dieser Hate so ein bisschen so angefangen hat, war das was du erst so lernen musstest? Oder also gab es noch eine Zeit, wo ich das krass gefickt hat? So? Ja, so ein bisschen bringt es einen schon zum Grübeln. So. Also, es gibt einem schon ein schlechtes Gefühl, wenn man das irgendwie liest, so, dann ja, es gibt einem einfach ein schlechtes Gefühl. Es ist genauso wie wenn, kennt ihr es vielleicht, wenn ihr mit irgendeiner Person jetzt im Privaten, aus dem persönlichen Umfeld, irgendwie Streit hat oder die ist sauer auf euch wegen irgendwas, dann hat man doch auch mal direkt so ein schlechtes Gefühl, weißt du? Mhm. Also nur mal angenommen, auch, also wir kennen es jetzt nicht gut, aber so nur mal angenommen, irgendwas passiert, dass ich jetzt gleich ernsthaft sauer bin auf dich und wirklich sage so, Bro, das war scheiß von dir. Das ja, dass klar. du das gesagt hast. Dann ist auch deine Mut erstmal gekillt. Klar, weißt du? Klar, normal, so, ja. So, und so ein bisschen dieses Gefühl hat man dann kurz. Man kennt die Leute nicht und eigentlich könnte es einem egal sein, aber die Mut wird trotzdem ein bisschen gekillt. Mhm. Aber man ist gut, dass man kriegt dann auch wieder Liebe und von anderen Leuten und man lernt es nicht so ernst zu nehmen und dann geht's klar. Also so, man muss es auch lernen. Dass ich glaube, wo auf jeden, das ich, will wichtig, ja. Muss wo ich denken, so, fick die. In so einem Song, den ich sehr feiere, der ist von Jack Harlow, viele Leute mögen Jack Harlow nicht, aber scheiß drauf, da sagt er so irgendwie so mäßig, dass so alle Rapper, die er sehr liebt, wurden an irgendeinem Punkt einen Fake genannt, also wurden irgendwann an einem Punkt gehatet. Und das ist so eine Line, da wo ich voll oft drüber nachdenke, wie viele Leute es in meinem Umfeld gibt, die ich übertrieben schätze und wo ich denke, dass die sehr gut in ihrem Job sind oder sehr gut in dem, was die machen. So. Wie viele Leute es davon gibt, die gehatet wurden. Und irgendwie hat mir das geholfen, dass ich dann so, wenn ich dann sowas sehe, dass ich so denke, ja, okay, also so, also ich, Wenn es so konstruktive Kritik ist, ich lese das und ich nehme das auch nicht zu Herzen. Ich feiere auch konstruktive Kritik. So. Wenn Leute, manchmal schreiben auch Leute so richtig so, ey. Ist auch wichtig. Das ist irgendwie nicht geil oder so und dann nehme ich es auch ernst. Ich kommentiere auch manchmal Leute so mich kritisieren, aber auf konstruktiv, dann schreibe ich auch, ich respektiere das. Aber es ist falsch. Nein, aber es ist auch voll wichtig. Ich glaube, in deinem Fall war es ja auch so, was ein bisschen. Jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Aber Digga, das ist Podcast, also muss das sein. Oder wir unterbrechen uns alle. Ich glaube, das ist noch ein bisschen die bessere Version davon, weil du hast ja einfach die Leute, die dich feiern, die haben dich ja auch weiterhin gefeiert, so. Es kam nur durch diesen Überhype von diesem Song, der einfach überall war und einfach wirklich jeden Tag tausendmal klar, überall war. Dass auch Leute, die mich gar nicht feiern, dann mich trotzdem genau, auch nicht genau, es kam auf einmal halt so eine Masse dazu, die so gesagt haben, wer ist das? Das fuckt mich ab. Was soll die Scheiße? Warum hat der eine Schiffe laufen? Wer hört denn auf Ernst? Ja, wer hört denn auf Ernst? Was ist das für eine Scheiße so? Die kam halt noch on top dazu, aber du hattest halt immer noch so einfach die dich davor gefeiert haben, die waren ja immer noch da, haben geschrieben, geil und so. Und du merkst ja auch, Bro, ich spiele irgendeine Show, ich spiele Tour und Leute kommen und sowas. Ich glaube, nochmal schlimmer mental wird der Punkt, wo du merkst, es gibt keine Leute mehr, die in genau, feiern, diese Kernleute, die ich immer hatte, da wechselt es auf einmal drin und Leute fuckt es irgendwie ab. So, dann, das geht wahrscheinlich noch mehr an die Substanz ran. Voll. Aber ey, ich glaube, auf Holz,
dass das niemals bei irgendeinem passiert, mal von uns, ja? Ja, und wenn, dann Stern-TV-Interview oder so. Ey, Bro, wir haben hier, wir haben es seit neuestem, das haben wir neu eingeführt, nachdem du das letzte Mal weg warst, irgendwann, in der Zwischenzeit. Und zwar heißt das eine Kategorie, die heißt die edlen 5. Du musst es jetzt auch auf Cringe machen. Dominik macht immer so einen Jingle, wenn wir zu zweit sind. Du musst es jetzt auch machen. Ja, ich mache immer einen Jingle, klar. Ganz kurz, wird live angesprochen. Habt ihr eigentlich immer einen Gast oder macht ihr auch oft Improvisation? Nee, nein. Also wir machen eher oft alleine eigentlich. Okay. Ja, so 60-40 alleine. Okay. Und da ist es immer abwechselnd. Geiler Split, 60-40. Digga, jetzt hast du so die letzten 100 Folgen analysiert. Retalk, 10 nach, es wird 60-40 sein. Ich habe das so krank vom Gefühl her einfach beantwortet. Okay, die edlen 5 ist eine Kategorie, wo du random Sachen bekommst jetzt zum Ranken. Normalerweise stellen wir uns das gegenseitig, aber da du heute als Gast dran bist, stelle ich nicht Kevin, sondern dir das Ranking, okay? Super. Und ist basic, also 1 halt das Beste, 5 das Schlechteste. Ich musste letztes Mal Fahrzeuge ranken für einen Roadtrip. Mhm. Und der Twist ist, du darfst halt quasi... Du weißt nicht was als nächstes kommt. Genau. Und du darfst nicht nochmal umchangen. Also wenn jetzt zum Beispiel kommt Autos für Roadtrip, was ich Dominik letztes Mal gemacht habe, und das kommt Fiat Multipla, dann musst du jetzt vom Gefühl sagen, du hast noch nichts auf der Liste von 1 bis 5, musst du sagen, ja, mach ich mal so eine 2, ist glaube ich ganz geil, weil bla bla bla. Ja. Und dann kommt das nächste und du musst es halt versuchen, so einigermaßen mit einzuordnen. Ja, genau. Okay. Ja. Und heute wirst du ranken Kevin Frisuren. Oh mein Gott. Okay. Papa Platte Frisuren. Ich hab schon was im Kopf. Ich hab Sachen für dich rausgesucht für ein Stück. Okay? Sehe ich auch noch Bilder dann? Ja, das zeigen wir jetzt Bilder und blenden es euch dann auf YouTube ein. Und die Kategorie, der Jingle muss noch kurz kommen, die edlen 5. Man muss ganz kurz dazu sagen. 5. Kannst du mir nicht in meinen Jingle reingesprochen? Das ist ja überrespektlos. Nico muss schon wieder schreiben. Nein, lass das drin. Die edlen 5. Okay, krass. Ich wollte noch sagen, Dominik hat im Intro, also sorry, nicht im Intro, bevor wir aufgenommen haben und bevor du auch hier warst, weil du hast hier noch fertig gemacht und so, saß Dominik hier an seinem Handy, hat diese Top 5 rausgesucht und wir dachten uns, Miguel, ich dachte uns, was macht der da? Weil er so alle 15 Minuten hat er so einen übelsten Lachflash bekommen, Alter. Und Bro, dass es jetzt um meine Frisuren geht, ist wild. Ich sag dir ehrlich, das sind richtige Bagger dabei, warte, ich mach Bildschirmaufnahme kurz, dann können die Jungs das direkt reinpacken. Aber eins ist am besten und fünf ist am schlechtesten. Nee, 1 ist am besten und 5 ist am schlechtesten. Okay. Ja. Okay, also kennst du schon so ein paar platte Frisurphasen, die er so hatte? So? Kennst du ein paar? Ich hatte viele, klar, schon ein paar. Also okay. Ich weiß nicht, ob ich 5 kenne, aber auf jeden Fall schon einige. Okay, hör zu. Boah, ich sehe schon das Die erste. Neueste kenne ich auf jeden Fall gut. Also, wir starten mit deine erste Frisur ist die Papa Platte, Schnauzer und rot gefärbte Haare. Ich zeig's einmal ganz kurz dir. Boah, Digga. Warte, kann ich das machen? Ja, genau. Und jetzt zeige ich es einmal dir. Damit starten wir. Aber noch nicht weiter swipen, ne? Nur das Bild. Also, klassische Phase, Leute, also die haben wir alle enjoyed. Ich bin ehrlich, ich gebe dem eine 4. Es könnte sein, dass noch was Schlimmeres kommt. So. Okay, das findest du schon schlimm? Also, es, ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, schon. Okay. Du kannst komplett ehrlich sein, Bro. Ich finde die auch, alle, die er zeigen wird, werden richtig beschissen. Aber war die auf Ernst? Die nein, Frise? Bro, ich habe eine Wette verloren. Ja, okay. Oder ich habe rote Haare und einen blonden Schnauzer. Deswegen, die war nicht auf Ernst. Das Ding ist aber, vor 4, 5 Jahren hast du mal rote Haare auf Ernst auch gehabt. Nein. Auch so pinke Haare. Okay, pink, war auch auf Charity. Für Charity. Ja, das macht er immer. Das sagt er immer, Wette verloren. Er will das eigentlich. Er hat die übelst gern gerockt noch, die roten. Ja. Wette verloren. Erstmal nachfärben lassen, Alter. Okay. Dann machen wir was mit was sehr Aktuellem weiter. Und zwar ist es die Papa Platte Edgar-Frisur. Kennst du ja? Weißt du, wie es aussieht? Ja, die kenne ich sehr gut. Mit dem Carport vorne. Ich habe dir extra die Seitenansicht rausgesucht, Bro, dass du mich den ganz kompletten Unfall siehst. Boah, ja, also ich finde, ich muss ja sagen, das habe ich natürlich mitbekommen und habe es sehr, sehr gefeiert. Von hinten sieht es auch fresh aus. Ja, finde ich auch. Von vorne sah es ein bisschen dumm aus. So. Ja. Warte, ich will jetzt nicht aus Spaß ranken, sondern schon auf Ernst ranken. Ja, mach auf Ernst. Deswegen gebe ich dem eine 3. Okay, wir haben Edgar auf der 3, rote Haare, Schnauze auf der 4 bis jetzt. Du hast keine Ahnung, was noch kommt, Bro. Du hast jetzt die 1, die 2 und die 5. An deiner Stelle hätte ich Edgar höher gerankt, Bro. Okay. Dann haben wir, die nenne ich die Papa Platte Visca Barsa Phase oder die Papa Platte Hobo Phase. Wo er hier in diesem Raum, wo wir gerade Podcast aufnehmen, gelebt hat, ein Jahr lang. Hat er drin gelebt? Auch in dem in Bad. Dem Klo, ne? Wo wir gerade, wovon Pablo zu mir meinte, da meinte ich, das Klo erinnert mich an Knast auf jeden Fall. Und dann meinte Pablo Latte, ja,
Er würde gerne mal wissen, wie es so ist im Knast. Dann meinte ich so, nee, ich glaube, das ist eine Aussage, die und dann meinst du, willst du nochmal sagen, ja, ich habe da hinten den Satz getätigt, ich glaube, ich wäre lieber 14 Tage im Knast gewesen, als 14 Tage bei Seven vs. Wild. Bro. Das ist jemand, der den Touch to Reality komplett gelost hat. Ja. Der Mann ist komplett raus. Vielleicht. Wenn man irgendwann in sein Büro steht und sagt, ich würde mal gerne wissen, wie es im Knast ist, Bro, dann hat man wirklich verloren einfach. Okay. Ja. Die Paarplatte Hobo-Phase. Ja. Ich glaube, mein Chat nennt diese Phase die Mr. Beast-Phase auch. Ja, wieso Mr. Beast? Wirst du gleich sehen. Also weil es dem ähnelt angeblich. Okay. Ich sehe da Wiska Basa, aber Mr. Beast natürlich auch. Einfach anderer Mensch, Digga. Oder du musst dir vorstellen, er saß hier vorne und hat hier gelebt. Hier drin hat es gestunken und so. Jo, ziemlich übertreibend. Hier drin standen so alte Sorgen. Du siehst aber auch einfach älter aus als jetzt auf dem Bild. So. Ja, das ist, macht der Bart. Der macht Bart. Er sieht aus wie jemand, der komplett abgeschüttet Alkoholiker ist. Also, oder? Okay, Bro. Gibt es nicht Alkoholiker-Vibes, Bro? Ja, keine Ahnung. Ich finde, sie sieht einfach so aus wie so, du könntest auch einfach so ein Student sein, der halt die ganze Zeit lernt und deswegen nicht mehr so auf seine Aussehen. Und der selber dreht. Ja, der selber dreht. Ja. So. Ja. So ohne Filter. Nee, mit so einer Stoffmaschine. Nee. Das ist noch was anderes. Nein, das sieht nicht nach Stoffmaschine aus. Ja, also ich sag ganz ehrlich. Du hast doch die 1, 2 und die 5. Nee, 1, 2 und 5, genau. Ja. Also so, die 1 ist auf jeden Fall nicht. jetzt die Frage, so ist halt eine, genau, wie ich meinte, ist halt eine normale Frisur. Ich bin halt immer auch so ein Fan von ein bisschen abgespaceden Frisuren, so. So, und da der Edgar-Cut und die roten Haare sind natürlich ein bisschen verrückter. Was ich dann doch wieder cooler finde, als so eine stinknormale Frisur. Deswegen, aber eigentlich, die Frisur ist jetzt nicht schlimm, weißt du, die Frisur ist eine normale Frise, so. Ja, ja. Boah, also was sag ich jetzt? Schwierig jetzt. Pack auf die 5, die Drecksau. Komm, ja, auf die 5. Irgendwie auf die 5? Auf die 5, ja, einfach weil es mir zu normal ist. Okay. Ist mir zu langweilig. So, gib mir mehr. Okay. Ja. Oder mehr sollst du bekommen, Alter. Mehr sollst du bekommen. Du hast keine Ahnung. Alright, Freunde. Wir haben jetzt noch die 1 und die 2 offen und ich habe mir die besten beiden Versuche für den Schluss auch gehoben. Okay, wir entern jetzt in die Papaplatte. Man-Bun-Phase. Alright, die Papaplatte Man-Bun-Phase. Hatte ich aber auch mal, Boah, die ist so lange her. Da habe ich für dich jetzt erstmal so ein privates. Oh mein Gott. Du hast das schlimmste Bild rausgenommen. Ich bin so in die Recherche reingegangen. Digga, das habe ich selber lange nicht gesehen. Digga. Also, das ist auf jeden Fall die 2 dann. Die 1 kann es nicht sein. Ich habe für Man-Bun noch eine zweite Ansicht für dich, weil du musst kurz raussuchen. Ah, es gibt auch eine von vorne. Auch nur so, ich dachte jetzt, der komplette Man-Bun, aber es ist halt wirklich noch so mit dem Undercut. Ja. Und das ist noch schlimmer. Schau mal, da sind die Seiten noch rausgewachsen. Ja, genau. Wenn sie so übers Ohr gewachsen sind. Richtig lange Seiten, ja. Geile Phase, Bro. Stimmt, es gab so eine Phase, hatten echt viele denen, ne? Ja. Also so überraschend viele. Ja, ich hatte das, also. Du hast das ein, zwei Jahre zu spät gerockt. Dominik sagt das immer so, als würde ich das alles auf Ernst machen. Das war so mehr so auf, ich teste mal, wie es ist. Ne, ist auch voll gut, oder? Du hast halt getestet, schau, das war das zweite Bild. Safe. Okay, also den Man-Bun auf die 2. Aber zwei. Jetzt safe alle, ne, die Zuschauer, die gerade diesen Man-Bun haben, die denken sich gerade so, Bro. Ja. Die sind gerade so. Bro, was hab ich seit 5 Jahren? Ja, genau. Realtalk, vielleicht, wenn ihr diese Frisur habt. Ey, Shoutouts an alle, die diese Frisur haben. Euch steht sie bestimmt. Macht die Seiten ein bisschen kürzer auf jeden Fall. Warte mal, willst du sagen, mir stand sie nicht? Nein, ich probiere ja noch ein bisschen zu retten. Bruder, du siehst aus wie jemand, der früher Giga Games moderiert hat oder sowas, Alter. Ja, check ich. Okay. Aber so die Nintendo DS-Ecke. Okay, und jetzt hörst du mal. Jetzt gibt es crazy. Du hast noch die 1 übrig. Oh mein Gott. Und es gibt eine wirklich absolut legendäre Paarplatte Frisurenphase. Und zwar ist das die Buzzcut-Phase in Kombination mit einer Brille, die weiß ich nicht, wer um Gottes Willen die ihm ausgesucht hat, in Kombination mit einer Perlenkette. Boah. Wir nennen sie die Englischlehrerinnenphase. Okay, krass. Okay? Aber Buzzcut eigentlich geil. Ja, okay. Nein, glaub mir. Und die hittet so rein, Bro. Dick, aber ich bin ehrlich, das ist meine 1. Nein, das ist das geil. Ist auf jeden Fall meine 1. Hättest du es auch auf die 1 gepackt, wenn du noch alles offen gehabt hättest? Ja. Oh, das ist crazy. Das ist crazy. Ich schwör's dir, ich finde, also es ist halt so. Oder in Berlin wärst du abgegangen. Ah, nee, du siehst aus wie so. Irgendwie, du siehst schon ein bisschen aus wie so ein Gigolo. So. Geht so. Gigolo? Wie so ein italienischer Player irgendwie, so, ich weiß auch nicht. Ja, okay. Weißt du, so ein bisschen braun gebrannt irgendwie, dann die. Keine Ahnung, du siehst halt so. Stylischer aus als auf den anderen Bildern. Weißt du, so auf den anderen Bildern. Boah, das sollte ich denken geben. Auf dem Bild ist so, du hast irgendwie so irgendwas an. So, ja, okay, hier sieht man halt nicht, was du anhast, aber hier, keine Ahnung, du hast irgendwie Swag. So.
Ja, okay. Also, das ist die Eins, ja. Ich hab's glaub, perfekt gemacht. Ich habe von der englischlehrerin Phase nicht das schlimmste Bild rausgesucht. Der Basker ist stark. Zeig mal. Aber. Das Bild war eigentlich ein gutes, ja. Aber das, da muss man aber sagen, das Headset kaschiert. Ja? Ja. Bro, also es war schon eine echt eine schlimme Phase. Ich habe dieses Bild nicht gefunden da von einem Setup. Dieses richtig schlimme. Das sah aus wie ein Ei, Alter. Das war ganz schlimm. Ja, das war echt eine harte Phase. Okay, Alter. Damit habt ihr das offizielle Ranking jetzt von Chiago gehört. Frisuren. Und du solltest wieder zum Basker zurück, Bro. Schreibt in die Kommentare, was für ein Friseur Papalatte als nächstes machen soll. Du kannst ja dann wieder sagen, es war für eine Wette. Weißt du, was eigentlich auch mal krass wäre, was irgendwie viel zu selten Leute machen? Einfach mal so, mach doch einfach mal Glatze. So Trimix hat gemacht. Wächst ja wirklich schnell nach. So, ja. So richtig auf richtig runter. Auf ich finde allgemein, wenn man so ein bisschen so, also so, ne, die meisten Typen haben ja jetzt nicht die mega langen Haare. Selbst deine Haare sind ja nicht ziemlich mega lang. Weißt du, was ich meine? Ja, Bro, probier einfach mal was aus. Ja, voll. Also auch wenn diese ganzen Frisuren jetzt lustig und scheiße aussehen, ist am Ende nicht ich finde es mega funny, dass ich alles davon gemacht habe. Ich find funny, dass ich den Basket hatte. Ich finde selbst den Edgar mega lustig. Voll, keine Ahnung, ist doch funny, mal sowas auszuprobieren. Normal, ich meine, wenn du jetzt so diese 10 Jahre lang gewachsenen... Du musst dich gar nicht rechtfertigen, Bro. Alles gut. Rechtfertigen? Rechtfertigen. Wenn du jetzt so diese 10 Jahre lang gewachsenen Haare hast auf so Schulterlänge oder weiter, okay, check ich, dass dann vielleicht nicht so chillig dann ist. Nein, dann hit in eine Dauerwelle rein. Ja. Wenn du so die langen Haare oder hast... Oder machst du wie 6ix9ine, so Rainbow. Yo, so Braid-Dinger. Ja. Einfach mal ausprobieren. Das ist meine Empfehlung der Woche. Probiert mal ein paar Hairstyles aus. Oh genau. Shit, das ist crazy. Wow. Hey. Bevor wir weitermachen oder bevor wir die Empfehlungen abversparen, wir haben doch von Simone diese Fragen. Ja, genau. Meine Mama hat uns so Fragen fürs Jahr 2024 wirklich? Rausgesucht. Und wir haben letzte Folge haben wir keine gemacht. Man das zieht immer, also jetzt ziehen wir zwei. Wir machen zwei, genau. Das ist einfach es kann alles Mögliche sein. Ey, diese Röllchen geben mir so krank. Und deine Mama Trombola hat die geschrieben? Meine Mama hat die geschrieben, ja. Sie hat uns fürs letzte Jahr, hat sie uns so einen Kalender geschenkt, wo auch so Fragen drin waren, aber die waren ein bisschen scheiße. Und jetzt hat sie selber geschrieben. Okay. Aber sie hatte bei der letzten, als wir die gelesen haben, meinte sie, sie kann sich nicht mehr daran erinnern, da hatte sie wahrscheinlich zu viel Wein, als sie die geschrieben hat. Okay, diese, boah, das ist ja lange. Okay. Würdest du lieber ein Jahr keine Serien mehr schauen oder ein Jahr keine Videospiele mehr spielen? Okay, das ganz ist. Ganz kurz, weißt du, was auch mies witzig wäre, wenn sie jetzt so, wenn es so ganz so richtig Fragen sind, die voll unter der Gürtellinie sind. Ja, ja, von deiner Mutter geschrieben. Würdest du lieber ein Jahr keinen Schwanz mehr blasen? oder dich von. Oder dich in den Arsch ficken lassen. Ja. Ey, schau schon meine Mom, danke für die Fragen. Da vorne noch so was anbringen. Ich glaube, Serie oder Videospiele? Genau, keine Serie ein Jahr oder? Zocker, bei mir ist klar, ich bin nicht so der Zocker. Das Einzige, was ich wirklich gut zocken kann, ist FIFA. Da fick ich wirklich jeden, ja. Wer mit FIFA mit mir aufnehmen will, okay, das da fick ich jeden. Aber sonst bin ich nicht so der Zocker und ich liebe schon gute Filme und Serien zu schauen. Also ganz klar keine Videospiele für mich. Ja. Für mich wäre es ganz klar keine Serien, weil ich gucke auch kaum welche. Ja. Außer so Trash-TV. Boah, für mich, ich gucke schon echt sehr gerne Serien, aber so, ja, dann müsste ich halt ein Jahr nur Just Chatting machen. Ja, gibt's Schlimmeres. Ja, ich mag keine Videospiele. Ich schaffe ein Jahr Rosinen. Okay, dann habe ich meins noch. Okay, das ist tatsächlich so in die Richtung. Das ist nicht ganz so schlimm, wie du meinst. Das ist pervers, oder? Meine Mama hat jetzt hier geschrieben, oh nein. Würdest du lieber ständig pupsen oder ständig rülpsen? Shoutouts. Shoutouts. Boah, ich glaube ständig rülpsen, oder? Ja, egal, das ist bei mir schon jetzt so. Ja, ständig rülpsen ist chilliger. Ich rülpse die ganze Zeit. Ich ist noch ekliger. Ja, genau. Yeah. Rülpsen ist mehr akzeptiert, würde ich sagen. Ja. Yeah. Also, vor allem rülpsen kannst du auch noch besser unterdrücken, mäßig so ein bisschen. Ja, und ich glaube, ist trotzdem natürlich nicht geil, so bei erste Date. Nee. Ich denke voll oft drüber nach, wenn ich mit meiner Freundin essen gehe, denke ich so, dieses Essen wäre gerade nicht geil für ein erstes Date. Zum Beispiel, das ist so Spaghetti Bolognese, Digga, ich dreh die Scheiße so und es klatscht so alles hier drauf und alles ist hier rot. Wobei, da muss ich sagen, so am Ende kann doch auch das erste Date, ist ja nicht egal, was man isst, solange es einfach witzig ist. Guck mal, ist ja auch ein Icebreaker. Ja, so, genau. Auch das mit dem Rülpsen ist ja theoretisch so, Karte auf den Tisch. Dass du sagst, guck mal, wir können uns direkt sparen, zweite, dritte Date, so wenn du mich nicht akzeptierst. Ich rülps halt einfach gerne, wo ist meine Leidenschaft, ja. Und so bin ich, hier bin ich. Klar, was natürlich trotzdem nicht so attraktiv, oder? So, das stimmt, aber mit Tomatensauce voll kleckern, ist auch nicht so attraktiv. Ja, yeah, wobei das könnte noch ein bisschen mehr Charme haben. Man kann so sagen, so, ich bin so tollpatschig. Ich bin so crazy. Oh mein Gott, Nudelmonster. Literally can't take me anywhere. Oh, it's embarrassing. Oh my God. It's just me. Hey, Bro, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber wir machen immer am Ende der Folge Empfehlung der Woche. Meine habt ihr schon gehört, Freunde, macht euch mehrere Frisuren. Das kann alles sein, ein Song, den du gehört hast, eine Person, ein Schauspieler, Film, ein Habit, scheißegal.
was auch immer du empfehlen willst, Bro, es kann jeder mögliche Bullshit sein, was ich habe vorhin auch schon was empfohlen. Ich bin fein raus. Ja. Aber auch noch Empfehlung von der letzten Woche so, oder vom Skitrip. Auch wenn ihr schon alt seid oder irgendwie das nie in eurem Leben gemacht habt, traut euch mal neue Sachen zu lernen. Zum Beispiel mal mit 30 noch auf Ski zu stehen und das zu lernen. Ja, Real Talk, ist nie zu spät, macht Spaß. Kannst du eigentlich Skifahren, Bro? Ja. Okay, gut. Skifahren und Snowboard, beides. Okay. Was findest du cooler? Snowboard. Ja. Scheiße. Ja. Ist ein bisschen scheiße, dass du dann Ski-Agu heißt. Ich weiß, ich war auch dann jetzt in den nenn ich mal als ich Snowboard-Fahren war, als Snowboard-Fahren war, haben mich dann auch wirklich, das war krass, ich dachte, niemand wird mich erkennen, weil natürlich alle Skibrillen tragen. Aber ich wurde tatsächlich erkannt. Mhm. Also ich wurde tatsächlich, obwohl ich einen Helm hatte. Wurde deine Frisur schon... Helm? Ja, ich hatte einen Helm auf. Ich wurde trotzdem erkannt. Oha, okay, das ist krass. Und das fand ich schon wirklich krass, dass ich erkannt wurde. Jawline. Und dann waren auch alle so, hä, aber warum fährst du Snowboard? Oh mein Gott, ja. Snowboard Agu. Ja. Ab jetzt out now. Kannst du ein alter Ego machen. Was für eine Empfehlung gebe ich jetzt? Das kann alles sein, Bro. Das kann deine Lieblingsschuhe sein. Kann ein gutes Essen sein, Bro. Ein Gericht sein. Kann irgendwie dein Lieblingshaushaltshelfer sein. Neuen Tacker, den du bestellt hast, Alter. Neuen Tacker. Leute, ich kann euch diesen Tacker von HP, kann ich euch mega empfehlen. Bro, Richard, wenn man einen guten Tacker in seinem Leben hat, dann muss man vor nichts mehr Angst haben als Deutscher. Das ist richtig komische Schleichwerbung jetzt. Du hast ein Tacker-Placement einfach. Das wäre krass. Boah, ey, man will jetzt nicht irgendwas richtig Geiles sagen, weißt du? Deswegen so. Nein, Bro, wir sagen nie was Geiles. Nee. Sag irgendeine Scheiße. Letztes Mal habe ich was Geiles gesagt. Letztes Mal habe ich gesagt, mach diese Nasenduschen. Oder Ohrenduschen. Habe ich heute früh gemacht. Ja, wirklich? Mhm. Krass. Okay, meine Empfehlung ist, hört meine Songs. Nee, das war das nicht. Also das natürlich auch. Aber, boah, Mann, was sag ich jetzt? Serie, Bruder, was war die letzte Serie, die du gefeiert hast? Ja, mach gute Film. Serie, ja. Film. Das Easy One. Oder ein richtig geiles Essen, was du mal gekocht hast. Worauf du richtig Bock hättest gerade. Boah, also. Oder diesen Döner, den du geschaut hast da in Berlin. Ja, können wir die, wird eigentlich die Gedenkzeit für die rausgecuttet? Oder? Nein, das ist alles drin. Das bleibt alles drin. Ah. Wir legen auch keine Musik drunter, irgendwas. Leute, in der Zwischenzeit, während Agu überlegt, könnt ihr schon mal dem Video ein Like da lassen. Und ein Abo. Wenn ihr auf Spotify hört, gerne 5 Sterne. Wir laden es auch auf TikTok raw so hoch. Ja, also ich muss heute noch zu Hause einmal putzen. Bruder, hau einfach raus. Irgendwas. Scheißegal. Schau doch den Döner, den du vorhin gesagt hast. Nee, ich will was Geniales wagen jetzt. Okay, Nico, dann actually, dann cutte. Ja, das muss gecut werden. Dann cutten wir das. Okay, ich gehe auf Toilette. Ja. Wir schneiden den Part der Toilette raus und wenn ich wiederkomme, hast du was. Okay, das ist gut. Digga, okay. Ist ja wie in der Schule, auf einmal so viel Druck, Alter. Ja. Nehmen wir noch auf überhaupt, Alter? What the fuck? Okay, ich bin wieder da. Na, warte, mach nochmal neu. Okay, ich bin wieder da. Also, stell nochmal die Frage, was ist. Was ist deine Empfehlung der Woche? Meine Empfehlung der Woche ist. Wenn ihr bei. Irgendwo bei einem Lieferdienst bestellt, sagt einfach, ihr habt es erst nicht bekommen, dann kriegt ihr nochmal neu. Ist das ehrenlos? Smart. Ja. Nee, das sind wir jetzt. Okay, Freunde. Hast du noch was zu promoten? Der neue Song mit Skirt Cobain und Mark Forster ist dann wahrscheinlich draußen. Zum Beispiel, genau. Also, nee, warte, wann kommt der? Wann kommt die Folge? Sonntag. Nee, dann kommt der noch raus. Der kommt noch. Der kommt praktisch jetzt am Freitag dann raus. Und ich habe letzte Woche meinen anderen Song rausgebracht. Ich bin auf Tour im Oktober, Tickets schon fast weg. Köln ist leider komplett ausverkauft. Scheiße. Wir kommen trotzdem rum. Habt ihr Tickets gekauft? Nö. Ja, wie wollt ihr denn reinkommen? Na, du lässt uns rein. Ja, okay. Aber nur wenn wieder gestreamt wird. Ja, vielleicht. Wir rennen einfach am Türchen vorbei. Nee, ich bin tatsächlich, aber in Düsseldorf bin ich auch. Das ist nochmal die größere Show. Aber als Kölner gehen wir nicht nach Düsseldorf. Machen wir zweimal Köln. Ich habe Oktober-Tour und sonst, Leute, wenn ich gehatet werde im Internet, dann verteidigt mich. Dann liebe ich euch. Ja. Geil. Ey, okay. Bro, war sehr geil, dass du da warst. War eine richtig geile Folge. Hat immer gerne. Richtig Spaß gemacht. Ja, gerne in einem Jahr wieder dann. Ja, auf jeden und Fall. Und dann schauen wir, wie es uns allen geht. Dann ein Jahr, wenn du so einen übelsten Falldown hattest, dann machen wir nochmal. Irgendwann Fell-Off. So, weißt ja, so. Ja, ja, ja. Dann ist auch wieder die Frage so, was hat sich geändert? Jetzt lief es ja mega gut. So, jetzt bist ach, du, Leute. Jetzt bist du am Boden. Ja. Guck dich an. Wie du aussiehst. Du kommst gerade frisch aus dem Knast, Bro. So, wie lief das? Bro, wenn du dann beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, diesen Bart hast, den ich da gerade hatte, dann wissen wir Bescheid. Ja, ja, wenn du deine Hobo-Phase hast. Ja, scheiße. Ey, ich habe schon gesagt, lass dem ganzen, wie heißt das Video, was wir machen, lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da.
und ein Abo auf Spotify bewerten. Schreibt in die Kommentare, was für eine Frisur Papa Platt als nächstes genau machen soll. Yes. Das Kommentar mit den meisten Likes wird umgesetzt. Nein, wird's nicht. Das Kommentar mit den meisten Likes wird umgesetzt. Nein. Für Content? Nein. Scheiße, der hat, seitdem er eine Freundin hat, hat er was zu verlieren auf einmal. Yeah. Nein, ey, vielen Dank, Bro, dass du da warst. Danke euch. Danke, dass du da warst. Du hast ja nicht mehr nötig inzwischen, aber und danke, bist dass ihr, noch danke, dass ihr da wart, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, immer Sonntag 18 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.